Ich hatte schon Patienten, die plötzlich mit einer Rasierklinge vor mir stehen. Oder ich drehe mich im Rettungswagen um und es zückt jemand einen Teleskop-Schlagstock. Ich habe dann nur gesagt irgendwann mal, Sie dürfen mich nicht fotografieren. Sie haben das Recht nicht dazu, mich zu fotografieren. Und dann kam der Spruch, ich soll doch zurückgehen, wo ich herkomme. Das Dramatische ist gar nicht, dass wir manchmal unterschiedliche Meinungen haben. Das Dramatische ist, dass man ihr und mir dafür das Leben nehmen will. Die Grünen haben 1983 erwirkt, dass eine Volkszählung zurückgenommen wurde, wo nur Fragen gestellt wurden wie, wie viel Zimmer hat ihre Wohnung, wer besucht sie regelmäßig. Das fanden wir empörend. Heute schreibst du, was habe ich gegessen, was habe ich wieder ausgeschieden. In unserer Bandgruppe wurde dann der Screenshot geteilt, dass wir, das war so ein Screenshot von einem unserer YouTube-Videos, über dem Ukraine-Krieg auf der Titelseite der Online-Bild-Zeitung zu sehen sind. Und ich habe das für einen schlechten Scherz gehalten. Das ist ja auch das, was in den sozialen Medien passiert. Sie können, ohne gesehen zu werden, mit Scheiße schmeißen, auf die, die gesehen werden. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Wut, Hass und Ärger sind im Internet ja inzwischen allgegenwärtig. Aber was, wenn diese Aggressionen auf unseren Alltag überschwappen? Wie finden wir überhaupt noch zu einem friedlichen Miteinander? Die gereizte Gesellschaft, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich freue mich sehr auf Matthias Riechling bei uns. Herzlich willkommen. Der Kabarettist kritisiert regelmäßig gesellschaftliche Missstände und scheut sich nicht, kontroverse Themen anzusprechen. Warum viele öffentliche Debatten seiner Meinung nach zu einseitig geführt werden, das verrät uns Matthias Riechling. Nochmal herzlich willkommen. In ihrem Beruf als Notfallsanitäterin erlebt Raffaela Merz nahezu täglich Aggressionen bis hin zu Morddrohungen. Wie sie während eines Einsatzes sogar mit einer Machete bedroht wurde, das erzählt uns heute Raffaela Merz. Der Hausarzt Dr. Florian Balkau war bundesweit in den Schlagzeilen, nachdem er seiner Patientin deutlich zur Corona-Impfung geraten hatte. Die Folge: Morddrohungen gegen ihn. Herzlich willkommen, Herr Balkau. Wüsten Beleidigungen und rassistischen Beschimpfungen war Judith Nicola schon häufig ausgesetzt. Besonders Menschen unter Stress laden offenbar ihre Wut bei der Flughafenmitarbeiterin ab. Schön, dass Sie heute hier sind, Judith Nicola. Halb Deutschland diskutierte heftig über die Frisur von Ronja Malzahn. Auslöser war eine Ausladung von Fridays for Future und die Forderung, ihre Dreadlocks abzuschneiden. Warum die Debatte dermaßen hochkochte, das verrät uns heute Ronja Malzahn. Professor Dr. Beate Küpper weiß, wie schädlich Spaltungen und Gereiztheit für unsere Gesellschaft sind. Umso wichtiger findet es die Psychologin und Konfliktforscherin, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Herzlich willkommen, Frau Küpper, und herzlich willkommen nochmal an die gesamte Runde. Hallo. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ist unsere Gesellschaft immer gereizter? Was würden Sie sagen? Also ich hätte jetzt spontan gesagt, dass die letzten 2 Jahre und auch der Beginn dieses Jahres einen Ausnahmezustand in jeder Hinsicht bedeuten, für jeden Menschen in seinen Emotionen. Wie erleben Sie das als Flughafenmitarbeiterin? Ja, schwierig. Schwierig? Mhm. Würden Sie sagen, dass gerade durch Corona, gerade durch Lockdown, Sie haben die letzten 2 Jahre angesprochen, die Zündschnur bei vielen Menschen noch mal kürzer geworden ist? Ja, also wir wissen aus Studien, dass schon vor Corona die Gereiztheit hoch war. Also es gibt eine Studie aus 2019, die sagt, dass viele Befragte damals schon sagten, sie nehmen in der Gesellschaft ein hohes Maß an Rücksichtslosigkeit wahr, ein hohes Maß an Stress, hohen Stresspegel insgesamt. Aber auch so etwas wie schlechtes Benehmen nimmt immer mehr zu und insgesamt eine große Unruhe. Das war so die Beobachtung. Und dann kam noch Corona dazu. Mhm. Und damit wissen wir, dass bei Corona wir so eine Mischung hatten. Auf der einen Seite eine kürzere Zündschnur, aber zwischendurch natürlich auch viel Erschöpfung. Mhm. Ich frage mich immer so, wie färbt das auch auf uns Einzelne ab? Wenn ich mir Sie als Kabarettisten anschaue, dann könnte es ja so sein,
dass mit den Jahren sie milder werden. Ich habe ehrlich gesagt... Im Gegenteil. Ja, genau, im Gegenteil. Ja. Sie wirken manchmal eher wütender oder täuscht der Eindruck? Nee, das täuscht nicht. Ja, warum wütender? Weil natürlich, die Prämisse ist in diesem Job, in der Satire oder im Kabarett, dass man natürlich weiß, dass man nichts erreichen kann. Man kann höchstens etwas mit auslösen mit vielen anderen zusammen, also indem ich Formulierungshilfen gebe. Also der berühmte Satz von Wittgenstein ist, was ich nicht gesagt habe, habe ich nicht gedacht. Und es gibt viele Menschen, die in die Vorstellung kommen und irgendwie in eine Richtung denken, aber dann zu mir nach der Vorstellung sagen, jetzt kann ich es ausdrücken. Das ist das Einzige, was wir tun können. So, trotzdem auf dieser Basis, ja, dass man nichts erreichen kann, eigentlich, ja, kann man trotzdem, ist vielleicht deswegen die Wut immer größer, weil man irgendwie noch hörbarer gemacht, sich hörbarer machen möchte. Ich weiß es nicht. Also, aber es stimmt tatsächlich. Vielleicht hängt es ja auch mit der Debattenkultur zusammen. Wie nehmen Sie die wahr? Wird man heute vielleicht auch schneller in Schubladen gesteckt? Noch schneller vielleicht als früher? Nee, Schubladen weiß ich gar nicht, aber es ist auffällig, das bestätigt das auch, was Sie gesagt haben, dass die Diskussionsfähigkeit sich nur noch bewegt zwischen Schwarz und Weiß und oben und unten und rechts und links und grün und rot. Es ist also die Differenzierung auf etwas, ein Gegenargument sich anzuhören zu wollen, ob das jetzt vor Corona war, in der Corona-Zeit war es ganz stark, und zwar nicht nur aus der Bevölkerung, sondern auch aus der Politik, auch aus den Medien, ohne jetzt zu generalisieren. Wobei ich ausdrücklich sage, dass ich meine Sendungen immer machen konnte, ohne große Widerstände, ohne jetzt... Aber wenn Sie sagen, ohne zu generalisieren, reden wir häufiger oder täuscht der Eindruck von den Medien, der Politik, den Impfverweigerern? Ja, man muss aufpassen, dass ich, deswegen sage ich ja, es gibt da Unterschiede natürlich. Mhm. Aber wenn ich, am besten ist ein Beispiel zu nehmen. Also wenn Sie ganz zurückgehen auf die Corona-Zeit, es gab nur die Regierungslinie, ja. Und wenn Sie gewagt haben, wie ich, zu sagen, also Herr, die Formulierung, die Herr Lauterbach von sich gibt, ist teilweise eben auch panikmachend und hysterisierend. Das lesen Sie heute in jeder Tageszeitung nach 2 Jahren. Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt. So, das heißt also, ohne jetzt zu generalisieren, dass ich irgendwas bestreite, was an Maßnahmen notwendig ist, so einfach zu differenzieren, wo sind die Maßnahmen sinnvoll und wo überborden sie? Es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben es jetzt hier gerade. Die Leute sitzen alle hier mit FFP2-Masken. Sie haben also in Hamburg und München haben sie die Pflicht, FFP2 zu tragen, in Nordrhein-Westfalen nicht. Und dann fahren sie mit dem Zug von München nach Köln. Da sagt der Fahrer auf voller Fahrt bei 250 Stundenkilometer, keiner steigt zu, keiner steigt aus. Ab jetzt können sie die normale OP-Maske tragen. Wieso? Ist jetzt ungefährlich? Und das sind so Absurditäten, die, wenn man die aber kritisiert hat, galt man gleich als Corona-Leugner. Dass wir, wenn sie den Fuß brechen und kriegen einen Gips und sagen, ach, kann ich vielleicht eine Schale haben, dann kann ich einmal am Tag in die Badewanne steigen, ach, du leugnest den Bruch, so. Und das meine ich mit Schwarz-Weiß-Malerei. Ja? Würden Sie denn sagen, wenn wir über Debattenkultur sprechen und Gereiztheit, ist es in dem Bereich nur da oder spüren Sie das auch im Alltag? Ich sag mal, das, was wir alle mitkriegen, Supermarktkasse, Straßenverkehr, ja, nehmen Sie das auch da wahr? Ja, inwiefern? Ja. Ja, weil Sie sehen es an den Beispielen und den Personen, die hier sitzen, die aus ihrem Lebensbereich Sachen berichten können. Die Frage ist immer, wie hängt das zusammen? Ich glaube schon, dass es zusammenhängt mit einer Sozialmediasierung. Ja? Das heißt also die Anonymisierung des Einzelnen in den sozialen Medien. Man ist verschlossen an seinem Computer, an seinem Laptop, an seinem Handy. Die meisten, ich habe heute jemanden auf dem öffentlichen Klo entdeckt, während er an der am Urinal stand, hat er in sein Handy reingetan. Das wollte ich sagen, wo haben Sie den denn da entdeckt? Aber er stand am Urinal, okay. So, also das ist ja. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie verhalten Sie sich, wenn Sie Auto fahren und es kommt einer von rechts und schneidet in die Vorfahrt? Sie schimpfen den zur Sau, dass sie nicht mehr stehen. Würde der jetzt aussteigen und sich bei Ihnen entschuldigen, ist das alles weg? Weil ich ihn sehe, weil ich persönlichen Kontakt mit ihm habe. Ja. Das ist die ganze Wut immer, ich habe vielleicht doch überbohren. So. Und diese Kontrolle haben sie nicht mehr. Beim Netz sind sie im verschlossenen Auto und schimpfen nur noch vor sich hin und haben keine persönlichen Gegenkontakte. Herr Richtling hat das ja jetzt sehr praktisch beschrieben, der Herr am Urinal und der gleichzeitig noch tippt. Kommt auch daher die Gereiztheit, weil wir sehr viele Dinge gleichzeitig machen und das Tempo immer mehr zunimmt?
Also das ist ja tatsächlich so. Wir haben eine gestiegene Schnelligkeit, auch ein gestiegenes Ausmaß an verschiedenen Dingen, die wir gleichzeitig tun müssen, effektiv tun wollen. Deswegen machen wir dann Multitasking, verschiedene Dinge, wie jetzt gerade das Beispiel so ein bisschen überspitzt vielleicht auch nochmal dargestellt hat. Aber gleichzeitig haben wir auch die Digitalisierung als langfristigen Trend. Wir haben mal zusätzlich noch den Anspruch dessen, was wir uns, wie das so üblicherweise heißt, der Neoliberalismus mitgebracht hat, nämlich im Wettbewerb zu anderen zu stehen, immer noch ein bisschen besser sein zu wollen als andere und uns gleichzeitig auch darzustellen, stellen zu wollen. Alles muss sozusagen einen gewissen Eventcharakter haben. Wir nennen das ja jetzt so ein bisschen diese Selfie-Zeit. Man will auch selber etwas Besonderes sein. Und, das habe ich so ein bisschen gerade bei Ihnen auch durchgehört, und das kommt natürlich erschwerend hinzu bei so einer Gereiztheit. Wir tragen ja auch selber etwas bei so einer Gereiztheit dabei, indem wir uns leichter als Opfer empfinden. Also ein bisschen diese Empörung, ich werde schlecht behandelt oder Menschen wie ich oder Menschen, die das denken, was ich denke, die werden schlecht behandelt. Und daraus habe ich jetzt eine Rechtfertigung, dann auch auszuteilen und dann auch gereizt gegenüber anderen zu reagieren und nicht was dazu beizutragen, das vielleicht ein bisschen alles zu entschleunigen. Frau Merz, Sie sind seit 2015 im Rettungsdienst tätig. Genau. Sind so Gereiztheiten, Aggressionen gegen Sie oder Kolleginnen und Kollegen eher die Ausnahme oder eher die Regel? Also natürlich eher trotzdem noch die Ausnahme. Ja, also wenn man die Menge an Einsätzen nimmt, dennoch häuft sich das Ganze. Ich habe auch das Empfinden, dass es die letzten 2 Jahre auch zugenommen hat. Und jetzt fängt ja Gewalt schon bei verbaler Gewalt auch schon an. Ja. Worüber wir im Extremfall reden, das können Sie auch mal verdeutlichen. Anfang des Jahres wurden Sie gerufen, ja, also zu einem Einsatz in der Nachtschicht, zu einem alkoholisierten Patienten. Versuchen wir diesen Besuch, diesen Einsatz dort mal nachzuvollziehen. Von Anfang an, sind Sie da alleine hin? Sind Sie da mit einem Kollegen, mit einer Kollegin hin? Genau, also ich bin mit einer Kollegin, hatten wir Nachtschicht zusammen. Wir hatten die Silvesternachtschicht schon und das war eben die Nachtschicht dann von 1. auf 2. Januar. Und wir sind in der Früh um 3:30 oder so zu einem Alkoholintox gefahren. Das ist ja jetzt nichts, womit wir normalerweise nicht umgehen können. Und wie war dann das Bild, als Sie da angekommen haben? Was haben Sie da erstmal vorgefunden, vor dem Haus? Wenn Sie da uns hat quasi ein Freund von dem Patienten in Empfang genommen. Ja. Und der hat auch gesagt, dass er sich jetzt quasi selber verletzt hat und auch alkoholisiert ist. Wir haben auch nachgefragt aktiv, ob er aggressiv ist oder so. Und dann hat er gesagt, nee, also gegenüber anderen Leuten ist er nicht aggressiv. Er hätte auf den Fernseher mal eingeschlagen, aber passt gerade so weit. Aber so auf Möbel einschlagen, ist das ungewöhnlich für Sie? Oder es hört sich ja schon nach einer gewissen aggressiven Grundstimmung an? Ja, also es ist tatsächlich so, dass das was ist, mit dem wir doch relativ häufig umgehen müssen, leider. Und wir schon auch gelernt haben, deeskalierend irgendwie mit den Patienten umzugehen. Also das denke ich mir doch. Wenn Sie da hingehen, versuchen Sie sicher erstmal die Situation zu beruhigen. Wie machen Sie das normalerweise? Genau, also wir versuchen da jetzt erstmal nicht hier Schultern breit und dann da reinmarschieren, sondern man sagt einfach ganz freundlich Hallo und versucht erstmal rauszufinden, was jetzt gerade das Problem ist. Ja. Manchmal gibt es ja auch Gründe, wieso die Patienten getrunken haben und jetzt alkoholisiert sind. Das gilt es erstmal rauszufinden. Und ich bin dann schon jemand, der auch versucht, sich daneben mal hinzusetzen, auch mal ganz in Ruhe mir die Zeit zu nehmen, um mit dem Patienten zu sprechen. Und wie war das dann in dem Fall? Also in dem Fall war er am Anfang ja, schon aufgebracht und alkoholisiert und er musste ins Krankenhaus, es gab quasi keine andere Möglichkeit. Warum musste er ins Krankenhaus? Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten. Inwiefern? Hat er irgendwas gesagt? Ja, genau, also er hat Suizidandrohungen ausgesprochen und bei Eigen- und oder Fremdgefährdung, also muss man sie quasi mit ins Krankenhaus nehmen. Und jetzt fehlt uns aber als Rettungsdienst die Handhabe, Patienten einzuweisen. Das muss die Polizei übernehmen. Also das heißt, haben Sie dann die Polizei gerufen? Genau, wir haben dann die Polizei gerufen, weil er wollte zwar mit ins Krankenhaus, ist aber gleichzeitig nicht mitgekommen. Und
es war da schon so ein bisschen schwierig, weil er hat dann angefangen, irgendwie hatte so einen kleinen Christbaum, den er dann durch die Gegend getreten hat. Es war alles ein bisschen, war dann schon ein bisschen schwierig. Und als er dann das Wort Polizei gehört hat, obwohl ich nur mit meiner Kollegin die Überlegung geäußert hatte, konnte er plötzlich nicht mehr differenzieren zwischen wir sind der Rettungsdienst und das ist die Polizei. Und das war unser Problem. Und dann ging es wirklich von 0 auf 100. Also als ob ein Schalter umgelegt ist? Und dann, wie, was heißt auf 100? Was ist dann passiert? Ja, also er hat dann plötzlich wahnsinnig angefangen rumzuschreien und gesagt, dass wir die Polizei schon holen können, aber er würde die Polizei und uns alle umbringen. Oh, und der Freund war ja auch noch mit in der Wohnung, der dann gesagt hat, er meint das leider auch alles ernst. Und der Patient hat dann nach seiner Machete gefragt, also hat seinen Freund nach seiner Machete gefragt und darauf antwortete der Freund, also ungefähr, Zitat weiß ich jetzt nicht mehr, dass die Machete ja in einem anderen Raum liegen würde und dass er sie ja einfach holen soll. Aber warum sagt der Freund, der Sie begrüßt hat, dem alkoholisierten Kollegen jetzt auch noch, wo die Machete ist? Haben Sie da irgendeine Erklärung? Überhaupt nicht. Das ist die Frage, die sich meine Kollegin und ich, die wir uns bis heute stellen. Also wieso? Es war ja wirklich, es gab überhaupt keinen Grund. Und ich glaube, er hat vielleicht selber gar nicht so gut so nachgedacht. Und dann hat er dann die tatsächlich geholt? Oder ja, wie? Es war dann so, also es war ein kleiner Flur und von dem Flur ging so ein Raum weg und da wollte er hin, um die Machete zu holen. Und wir standen aber schon im Ess- und Wohnzimmerbereich und um aus der Wohnung rauszukommen, mussten wir genau an dem Raum vorbei. Also das heißt, Sie hatten eigentlich keinen Fluchtweg, oder? Genau, und es war dann so, als irgendwie dann klar war, okay, der macht das jetzt nicht als Scherz, weil das war kurz, habe ich mir gedacht, ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Und dann war es aber tatsächlich so, dass ich einfach meine Kollegin irgendwie so am Ärmel gepackt habe und dann einfach ausmarschiert irgendwie. Und wir sind dann im Dunkeln die Treppe runter. Dann haben wir noch bei einem Nachbarn aus Versehen geklingelt, weil wir den Lichtschalter drücken wollten. Der hat uns dann erstmal angeschrien, was mitten in der Nacht der ganze Terror soll. Und also genaue Schimpfwörter und so muss ich ja jetzt hier nicht nochmal wiedergeben. Und meine Kollegin hat mich dann draußen aber dafür vom Haus weggezogen, weil er halt angefangen hat, Sachen direkt aus dem Fenster zu werfen. Also der Einsatz zog sich über Stunden. Ja, am Ende kam auch das SEK. Also es waren keine Ahnung wie viele Polizeistreifen da. Zwischendurch drohte er mal aus dem Fenster zu springen. Bierflaschen, Bierkisten sind geflogen. Auch richtig, dass er mit dem Kopf die Scheibe kaputt gemacht? Genau. Er hat dann irgendwann angefangen, wirklich mit seinem Kopf aktiv so die Scheiben, seine Fensterscheiben kaputt zu schlagen. Dann hat er auf dem Fensterbrett die Glasscherben so zusammen gesammelt und gegessen. Er hatte den ganzen Oberkörper voller oberflächlicher Schnittwunden. Ja. Ich meine, wie fahren Sie nach so einem Abend, wenn ich mir diese ganzen Bilder vorstelle, die man eigentlich gar nicht erleben will, wie fahren Sie da nach Hause? Wie sehr arbeitet sowas nach? Also unsere Nachtschicht, die geht normalerweise bis 7 Uhr. An dem Tag hat sich das, glaube ich, fast bis 10 Uhr gezogen, weil wir danach noch zur Polizei mussten, Gedächtnisprotokolle und so. Und wir haben am selben Abend, und das muss man jetzt tatsächlich unserem Arbeitgeber wirklich zugutehalten, am selben Abend hatten wir noch eine Nachbesprechung. Und uns wurde auch weiterhin angeboten, sollten wir darüber noch mal sprechen wollen, sind Sie jederzeit da. Wir wurden halt direkt aus dem Einsatz, also wir wurden dann quasi in Status 6, heißt bei uns nicht einsatzklar gestellt, weil unser EKG und unser Notfallrucksack noch in der Wohnung waren. Den haben wir einfach oben gelassen, weil wir sind einfach raus. Das hat er danach auch noch aus dem Fenster geworfen und alles auseinandergerissen und ja. Also Sie sind ja nicht die Einzige, die Nein. so etwas erlebt. Aber deswegen erstmal sehr vielen Dank, dass Sie das so schildern, weil das weist auch auf die Situation von anderen hin. War das der einzige Einsatz, bei dem Sie solche Formen von Gewalt erlebt haben, oder gab es auch noch andere? Es gibt leider noch genug andere. Ich glaube, dass
die Kollegen unter uns, die in Großstädten arbeiten, das natürlich noch viel häufiger erleben. Aber ich meine, ich hatte schon Patienten, die plötzlich mit einer Rasierklinge vor mir stehen. Oder ich drehe mich im Rettungswagen um und es zückt jemand einen Teleskop, Schlagstock, lauter solche Sachen. Oder auch bei den Patienten, wo es fraglich war, ob er nicht tatsächlich Schusswaffen im Haus hat. Und ja, man weiß irgendwie nie, jeder hat oder jeder kann so einen Schalter haben, den es plötzlich umlegt und man es gar nicht so meint. Aber wie kann es denn sein, dass ausgerechnet die, die kommen, um zu helfen, immer wieder Aggressionen erleben? Also ja, sagen Sie ruhig, wenn Sie eine Erklärung haben. Also das ist super, also ich sag mal sehr beeindruckend, was Sie im negativen Sinne, was Sie gerade geschildert haben und sicherlich nicht so einfach hinterher in die Einsätze wieder zu gehen. Da muss man natürlich trotzdem so ein ganz klein bisschen aufpassen. Sie sind haben ja einen ganz besonderen Beruf und Sie werden gerufen, wenn es bei Notfällen. Da ist es ja immer eine ganz angespannte, hochemotionale Situation, weil sonst würden Sie nicht gerufen werden, in jeder Hinsicht. Und Sie haben es natürlich auch, und das kann man bei so einem Einzelfall nicht sagen, mit Leuten zu tun, die psychisch krank sind, die vielleicht auch Substanzen genommen haben. Also von daher ist das ein bisschen bei so einem Einzelfall schwierig zu sagen, weil wir wissen, dass die Aggression gegenüber Rettungssanitätern, aber auch gegenüber der Feuerwehr, übrigens auch gegenüber Ärzten, Ärztinnen, Pflegepersonal zugenommen hat. Und zwar nicht nur in solchen Notfallsituationen, wo jetzt Menschen selber vielleicht in einer Ausnahmesituation sind, aus diversen Gründen, sondern auch, weil man da gerade mit dem Auto vorbeifahren will und der Rettungswagen einem den Weg versperrt. Ja. Also wo man gar nicht jetzt selber mit drin ist. Und das ist aus meiner Sicht eher ein Indiz für die gereizte Gesellschaft, dass wir also Menschen, die anderen gerade dabei sind zu helfen, als Pflegende, als Ärzte, als Feuerwehr, als Rettungssanitäter, sagen, das stört mich aber jetzt hier gerade auf meinem Weg. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich habe jetzt Dringenderes zu tun und das nervt jetzt. Das ist für mich ein Indiz für die Einzelfälle muss man so ein bisschen aufpassen. Genau, also es ist eben auch immer die Frage, ist der Grund eine Erkrankung, eine psychische Erkrankung? Ist es Alkohol- oder Drogenkonsum? Aber ich finde, man merkt einfach, dass die Leute viel fordernder sind, viel weniger Geduld haben auch. Also der Geduldsfaden ist so dünn geworden und es ist einfach nur, ja, wir auch als Rettungsdienst, ich meine, natürlich ist es unser Beruf, aber es wird einfach so als Dienstleistung angesehen mittlerweile. Und das, klar ist es das natürlich auch, aber oft, ja, da wird dann nicht verstanden, wieso wir uns manchmal mehr Zeit lassen oder eben keine Zeit lassen können. Und gefühlt kann man es momentan nur falsch machen. Sind Sie vorsichtiger geworden in den letzten Monaten und Jahren gegenüber der Zeit, als Sie angefangen haben? Ja, also ich bin definitiv vorsichtiger geworden mit dem, was ich sage, weil die Gesellschaft einfach so geworden ist, dass sie sich auch viel schneller beschwert, viel schneller wirklich irgendwie auch einen Anwalt aufsucht. Das kommt leider auch immer häufiger vor. Und ja, manchmal wirklich wegen Sachen, die nicht für mich nicht nachvollziehbar sind. Aber allein deswegen. Wie ist das für Ihre Familie? Also ist denen schon unwohl, wenn die hören, oh, unsere Tochter oder was auch immer hat heute wieder Nachtschicht? Also bei Nachtschichten ist es tatsächlich mein Partner, der das nicht mag. Noch schlimmer wurde es eben seit dem Einsatz Anfang dieses Jahres. Da hat er immer ein mulmiges Gefühl, schläft auch nicht ganz so gut, weil nachts natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sowas passiert als tagsüber. Und ich meine, meine Eltern, die finden das toll, was ich mache, aber natürlich schwingt da schon eine Sorge mit. Und wenn ich dann immer mal wieder so ein bisschen was erzähle, was wir erleben, dann kommt natürlich immer dieses, hey, bitte pass auf dich auf. Also klar. Kurz gesagt, warum wollten Sie es werden, Rettungssanitäterin? Berufung. Ich habe in der Schule mit dem Schulsanitätsdienst angefangen und dann nicht mehr aufgehört. Und mir macht mein Job jeden Tag immer noch Spaß. Und neben der Gereiztheit nehmen Sie denn auch mal sowas wie Dankbarkeit? Ja, natürlich. Auch mal? Ja. Ja. Es ist natürlich immer so, dass man natürlich die negativen Sachen
immer viel mehr sieht und sich eher an die negativen Sachen erinnern kann. Aber wir haben auch wahnsinnig dankbare Patienten, gerade die Älteren, die irgendwie oft alleine zu Hause leben. Die sind wahnsinnig dankbar, wenn man sich auch ein bisschen Zeit nimmt, dass die noch ihre Sachen zusammenpacken können oder so. Und das sind wirklich total süße, total nette, total lustige Momente auch dabei. Also es ist nicht alles nur schlimm und nur negativ. Und wir helfen so vielen Menschen und da kriegt man schon auch... Also Sie würden es auch immer wieder so machen, dass Sie in diesen Beruf gehen? Ja. Danke dafür, dass Sie das tun. Gereiztheit kann ja viele Ursachen haben. Ne? Also es kann heißen, ich werde nicht gehört, ich bin unzufrieden mit politischen Entscheidungen, Corona oder andere Themen. Oder ich habe Angst um meine berufliche Zukunft, vielleicht auch vor meiner sozialen Zukunft. Heißt das, der Aggressionspegel nimmt erst dann ab, wenn sich in diesen Bereichen etwas verbessert hat? Also ich glaube, erstmal ist einmal wichtig zu sagen, was eigentlich Gereiztheit ist. Ja. Also das, wir sagen das ja im Laienverständnis eigentlich ganz treffend. Das ist die kurze Zündschnur. Mhm. Und warum haben wir die kurze Zündschnur? Das heißt, kleine Reize, das kann ein Reiz aus der Umwelt sein, Lärm, Krach, jemand steht mir im Weg. Oder es kann auch eine menschliche Begegnung sein, jemand reagiert irgendwie so, dass ich mich genervt fühle, dass ich dann mit einer kurzen Zündschnur überreagiere. Und das tut man kognitiv, weil unser Kopf dann voller Reize ist und die nicht mehr verarbeitet kriegt. Und dann kommt es aber bei dieser Überreaktion natürlich zu Stress, zu Streit, zu Missverständnis, bis hin eben zu, auch zu Gewalt. Ich finde, einen wichtigen Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, ist auch, und das ist, glaube ich, ein Punkt, dieses Gefühl mit dieser Gereiztheit. Das ist ja nicht nur eine emotionale Reaktion, wenn wir jetzt auf gesellschaftlicher Ebene sprechen, sondern da schwingt auch diese Anspruchshaltung mit. Nämlich, die Sie gerade gesagt haben. Ja, und dann ist natürlich was, Entschuldigung, das, was man vielleicht auch nicht vergessen darf, wir gehören ja selber auch zur Gesellschaft und wir haben natürlich auch diese Gereiztheit. Und wir müssen ja auch mit der allgemeinen Situation umgehen. Und jetzt kann es natürlich dann passieren, okay, da kommt jetzt einer, der eskaliert jetzt und dann ist man natürlich, man ist selber schon die ganze Zeit gereizt, dann kommt so jemand noch, dann ist es in der Früh um 3:30, man fährt am besten schon die ganze Nacht, dass man da dann auch mal irgendwie ein bisschen gereizter reagiert, kommt natürlich leider auch vor. Ja. Gibt es manchmal auch, was glauben Sie, eine gewisse Lust an der Gereiztheit oder an der Wut vielleicht sogar bei manchen? Ganz bestimmt. Auffällig ist nur, wenn man sich das hört, und wir kommen immer wieder zurück, dass die Vereinzelung, also die Solisierung des Menschen irgendwie doch auch ein hauptsächlicher Grund ist und vielleicht auch eine gewisse Wohlstandssituation. Ja, ich denke gerade die ganze Zeit dran, in welchen Situationen unterstützen sich Menschen und sind eben nicht so aggressiv, wenn ihnen geholfen wird oder wenn sie helfen sollen. Und ein unglaubliches Beispiel ist jetzt unabhängig von allem anderen, dass ich gelesen habe neulich, dass ukrainische Frauen oder Bauern zurückgehen wollen in die Ukraine, jetzt um die Ernte nicht verkommen zu lassen. In dieser Notsituation, wo Krieg ist und alle bedroht sind, gehen die zurück und wollen dort helfen. Das heißt also, wir sehen, ich glaube, es hat schon mit einem Wohlstand zu tun, der einen selbstsicher und bräsig macht und der und selbstgewiss auch und selbstherrlich auch in gewisser Weise, wenn sich das anhört. Das ist ja gut, man kann immer sagen, bei dem Fall, den Sie geschildert haben, Alkohol macht unvorstellbare und Drogen erst auch unvorstellbare Reaktionen, die man sich nicht ausdenken kann. Aber es gibt ja auch Menschen, die auf der Autobahn oder so abfilmen, die nicht besoffen sind und so weiter. Also ich denke das schon, es hat mit Wohlstand zu tun, mit einer Selbstverschlüsselung, also die berühmte, was hat Schröder gesagt, die Ich-Gesellschaft. Ja? Die ist heute jetzt wirklich am Durchbrechen, noch lange nach 2002 und 2005, als er das initiiert hat. Ja, und noch hinzu kommen eben das, was Sie gerade gesagt haben, das ist damit verknüpft, der Anspruch, mir steht zu. So, das ist das, Und mir steht dann aber auch zu, dass ich losschimpfen darf. Ja. Tauchen wir ein in die nächste Erfahrungswelt. Herr Dr. Balkau, Sie sind Internist und Hausarzt, Sie haben zwei Praxen. Wenn Sie an das letzte Jahr denken, mit welchen Gefühlen denken Sie dran? Was kommt hoch, wenn Sie sich erinnern? Ja,
Das war jetzt keine Wattwanderung, das Jahr. Das war schon eine anstrengende Erfahrung. Aber es war ein Jahr, was unterm Strich. Und ich bin der Natur einfach dankbar, dass sie mich resilient und albern gemacht hat. Mhm. Für mich eine positive, stärkende Erfahrung war. Und ganz bilanzierend das Team auch zusammengebracht hat. Ich verbringe da mehr Zeit mit meiner Familie als mit meiner Familie. Und ich finde, das muss uns entweder zusammenschweißen oder auseinandertreiben. Dazwischen gab es nichts. Und wir haben uns dann für zusammen entschieden. Es gibt ja Ärztinnen und Ärzte, auch Teams, wie Sie es sagen, die stehen für eine bestimmte Richtung, für ihre Stärken, für ihre Grundüberzeugung. Ja? Denn Patientinnen und Patienten fühlen sich ja auch nicht bei jedem Arzt, bei jeder Ärztin wohl. Wie würden Sie das beschreiben? Wer kommt zu Ihnen, wer kommt nicht zu Ihnen? Ja, es ist ja eben schon angeklungen, dass viel über soziale Medien, viel über das Internet läuft. Und die meisten Patienten, die sich einen neuen Hausarzt suchen, suchen sich den wahrscheinlich übers Googlen. Und deswegen habe ich meine Homepage ganz bewusst so gestaltet, dass ich eine Klientel anspreche, die sich bei mir auch wohlfühlt. Eine Hausarztwahl ist eine andere Wahl als, also es fragt eigentlich niemand, das wird die Kollegin bestätigen, welcher Chirurg nimmt denn meinen Blinddarm raus, wenn ich Bauchschmerzen habe. Es fragt auch eigentlich niemand, wer operiert eigentlich meine Mandeln, wenn die dick sind. Sondern der Hausarzt ist eine besondere Person im Gesundheitswesen. Das ist jemand, der nicht nur Krankheiten begleitet. Im Krankenhaus begleite ich Krankheiten und die Menschen wechseln. Wir begleiten Menschen, wo die Krankheiten wechseln auf ihrem Lebensweg. Ich kenne viele der Wohnzimmer meiner Patienten. Und deswegen muss man zueinander passen. Deswegen muss man sich auch nicht zwingend mögen, aber man muss zueinander passen. Wer passt zu Ihnen, wer passt nicht zu Ihnen, wie würden Sie es sagen? Also zunächst mal behandle ich jeden, der von mir Hilfe annehmen möchte. Wer mir gegenüber sitzt, ist in der Regel krank und hat irgendein berechtigtes oder nicht ganz berechtigtes Anliegen. Die meisten haben berechtigte Anliegen. Wer richtig gut zu mir passt, ist schlicht und einfach jemand, der auf Augenhöhe behandelt werden will, der gefragt werden will, was er möchte. Die Patientenautonomie steht ganz oben, auch wenn das im scheinbaren Widerspruch zur Impfdebatte steht. Aber es ist so, der Patient entscheidet, was mit ihm passiert. Und jede ärztliche Handlung ist eine geduldete Körperverletzung. Im Sommer, zu mir passt der Patient, der Lust hat auf evidenzbasierte Medizin. Mhm. Ich bin jemand, der sich Studien versucht, immer auf dem aktuellen Stand zuzuführen und Patienten nach bestem Wissen und Gewissen nach dem Stand der Wissenschaft zu behandeln. Und das ist eine Stimme, die voller Seriosität ist, aber die in dieser Pandemie einfach zu leise war und die in der Kakophonie der sozialen Medien auch schlicht und einfach nicht zu Wort kommt. Im Sommer 2021 kam es dann zu einer Begegnung in Ihrer Praxis. Sie unterliegen ja der ärztlichen Schweigepflicht, deshalb dürfen Sie dann normalerweise nicht so offen reden. Aber einiges davon ist ja öffentlich geworden. Beschreiben Sie mal, wie war denn die Beziehung zu dieser Patientin, die zu Ihnen gekommen ist, bis dahin? Sie war ja schon einige Jahre bei Ihnen. Es ist eine Patientin, die im Übrigen in dem Gespräch zu keinem Zeitpunkt mir gegenüber feindselig aufgetreten ist. Es ist eine junge Patientin, wir haben zwei, davon eine sehr schwierige Erkrankung bei ihr diagnostiziert und nach meinem Empfinden auch erfolgreich behandelt. Und in dem Gespräch kam eben heraus, dass sie einen Kinderwunsch hegt. Und ich habe ihr daraufhin ein Impfangebot gemacht. Und sie sagte, ich bin da besorgt, dass ich dann keine Kinder kriegen kann. Und dann hole ich immer Zettel und Stift raus, mal ein bisschen auf, versuche Dinge ein Stück weit runterzubrechen, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen können und zu verhandeln. Und das fand ich einigermaßen erfolgreich getan, weil sie suggerierte, dass sie gegebenenfalls in einer Woche zum Impfen kommen möge. Und ich habe das bejaht, ich fand es gut und habe gesagt, schlaf drüber. Aber ich gehe davon aus, dass das der richtige Weg für dich ist. Also Sie hatten nicht den Eindruck, dass Sie sie gedrängt haben zur Impfung? Das Entzweien kam am Tag danach oder am übernächsten Tag. Da hat sie angerufen und hat nach einer Verordnung verlangt, die sehr außergewöhnlich ist, die sie nie verlangt hatte und die sehr hochpreisig ist. Und da sagte meine Kollegin lediglich, da müssen wir noch mal zum Doktor rein. Mhm. Und ich hatte nur Tweets gemacht, ungeimpft ans Impfen erinnern, für mich selbst. Und dann ging es los. Dann wurde interpretiert, dass ich aufgrund dieser Situation, dass eine Verordnung nicht auf Zuruf, was nie bei uns möglich ist, ausgestellt werden kann, die vorher nie ausgestellt wurde, dass ich sie deswegen nicht behandeln kann. Kommen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir haben natürlich auch mit der Patientin mal geredet, einfach um beide Seiten zu hören, auch wenn wir die natürlich nie hier ausbreiten können, gleichrangig und uns nie wirklich ein Urteil bilden können. Aber die Patientin sagte auch, dass sie ihn immer sehr vertraut hat und dass sie eben in dieser Situation zu ihnen kam, weil sie sie immer für einen guten Arzt gehalten hat. Und dann hätten sie ihr in dieser Situation gesagt, naja, wenn du infiziert wirst, dann passiert dir nichts, aber dein Kind wird dann wahrscheinlich sterben. Und deshalb sollte sie sich innerhalb einer Woche überlegen, ob sie sich impfen lässt. Und wenn nicht, könnte sie keine Patientin mehr sein. Könnten Sie denn diese Grundsorge, denn damals, es sind ja wechselnde Zeiten, die STIKO, die Ständige Impfkommission, hatte ja auch noch keine Empfehlung ausgesprochen für das Impfen während der
der Schwangerschaft, können Sie denn verstehen, dass diese Sorgen bei ihr da waren, dass sie nichts tun will, was ihre Schwangerschaft auch nur theoretisch belastet? Das Gespräch ist für 8 bis 10 Minuten, wie fast jedes hausärztliche Gespräch, ausgelegt. Es hat fast 40 gedauert. Ich hatte die ganze Zeit einen guten Eindruck. Es entsteht eine gewisse Schieflage, weil die Patientin sich nicht öffentlich äußern und ich mich zu dem Gesprächsinhalt nicht so richtig öffentlich äußern darf. Mhm. Ich kann Ihnen nur ehrlich vermitteln, dass ich den Eindruck hatte, zum einen war sie nicht schwanger, ich wollte sie vor der Schwangerschaft schützen. Ich wollte sie nicht impfen um des Impfens willen, ich wollte sie schützen, so wie es die damalige Evidenz und auch die heutige Evidenz sagt. Und ich habe ihr nahegelegt, das zu tun mit dem Weitblick, mach dir eine Plus- und Minusliste. Mhm. Überleg ganz rational, was ist sinnvoll. Und ich habe nicht annähernd geahnt, was für eine Welt eigentlich sich schon um sie herum gebildet hat. Es ging dann ja weiter, wie Sie sagen, sie hat nach diesem Rezept gefragt und Sie sagen ja auch, sie hat es dann nicht bekommen. Und sie sagt jetzt, eine Sprechstundenhilfe hätte ihr gesagt, na, der Doktor hat gesagt, wenn sie sich nicht impfen will, sei sie keine Patientin mehr. Und dann ist sie an die Presse gegangen. Das war ja ihr Weg. Wann haben Sie und wie haben Sie wahrgenommen, dass da jetzt so eine mediale Lawine auf Sie zukommt? Also wenn Sie aus dem Fenster gucken und da ist die Bild-Zeitung mit einer Kamera vor Ihrem Fenster, dann nehmen Sie das wahr. Also das kriegt man mit. Ich war schon immer Muttis Heller und das habe ich also zügig gemerkt. Und Sat.1 war da am Folgetag und fragte auf dem Parkplatz Patienten, die aus der Praxis kommen, was ich für ein Mensch bin. Und wussten Sie, wie Sie da reagieren? Ob Sie jetzt rausgehen oder wie Sie... Ich meine, so eine Situation erleben wir alle ja nicht häufig. Oder eigentlich nie. Haben Sie dann ein Interview gegeben oder wie war? Manchmal sind ja Vorurteile auch die Summe von Urteilen und ein Klischee stimmte. Also der doch etwas ranzige Reporter der Bild-Zeitung, der freiberufliche Mitarbeiter, bat sich selbst herein und teilte mir mit, es sei sinnvoll, mit ihm zu sprechen, denn ansonsten schriebe man eben. Und dann habe ich tatsächlich auch mit ihm gesprochen und es war auch ein ganz gutes Gespräch. Und der Herr hinter ihm, der die Kamera hielt, sagte... Herr Doktor, Sie sind sauer. Sie sind doch gerade richtig aufgebracht. Das können Sie ruhig mal bringen. Ich sage, bin ich eigentlich gar nicht. Ich finde euch ein bisschen schräg, aber im Grunde komme ich ganz gut klar. Und das war eine skurrile Situation. Ich bin fast unmittelbar von Russia Today eingeladen worden. Hab gar nicht reagiert auf die E-Mail. Es kamen sehr skurrile Dinge. Auf manche Sachen muss man reagieren, das ist einfach so. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich, glaube ich, im Nachhinein schon gewusst, in welchem Zirkus ich mich da befinde und mir sehr gut überlegt, was ich sage. Es stand dann auf jeden Fall die große Überschrift über dem Artikel, ich behandle keine Impfverweigerer mehr. Haben Sie das so gesagt? Natürlich nicht. Wenn Sie einen Satz aus dem Kontext reißen und wenn Sie einige Wörter aus dem Satz herausnehmen, bleibt das stehen. Was stimmt denn an dem Satz nicht? An dem Satz stimmt nicht, dass ich absolutistische Maßnahmen anwende oder Impfpässe kontrolliere, bevor jemand zu mir ins Sprechzimmer kommt. Ich möchte Zweifler sehen. Ich möchte Leute haben, die sich unsicher sind. Soll ich was Bestimmtes tun oder nicht? Ich habe viele Patienten, steht auf der ersten Seite meiner Homepage, die für eine Zweitmeinung kommen und sich unsicher sind. Mhm. Das begrüße ich auch wenn ich die nur einmal sehe. Ich bin angetreten, wirklich aus Berufung seriöse Medizin zu machen. Und wenn jemand kommt und sich unsicher ist, kriegt er eine ehrliche Meinung. Ich glaube aber, dass jemand, der das, was ich eben geschildert habe, eine Begleitung über die Jahre sucht, der einen ärztlichen Weggefährten sucht, der sich um ihn und seine Familie auch in ganz schwierigen Situationen, vielleicht sogar, wenn es um Sterben geht, kümmert, dann ist so eine Person mit so einem Gesamtweltbild keine, die zu mir und meiner Philosophie passt. Dem helfe ich im Notfall, aber das ist keine also Person. Also im Notfall sind Sie da, aber Sie sagen nicht als ständiger Patient, als ständige Patientin. Ich möchte eine Person nicht begleiten, von der ich im Verlauf merke, das ist im Übrigen auch nichts Justiziables, es ist völlig normal, dass wenn ein ärztliches Patientenvertrauensverhältnis gestört ist, dass Sie die Behandlung besser beenden. Mhm. Im Übrigen war es ja auch der einzige Fall. Es gibt ja nicht einen einzigen weiteren Fall und ich glaube, ein Arzt mit einer Praxis, mit einem vielleicht überdurchschnittlichen Patientenklientel hat mal einen dabei. Ja, und sie hat sich eben ein bisschen mehr überlegt, daraus zu machen. Normalerweise trennt man sich, es gibt genügend von uns. Was man nur einfach ehrlich sehen muss, ist, ich unterstelle, und das unterstellt sie ja noch mehr als ich hätte gern mit ihr gesprochen, ich hätte den Dialog begrüßt, ich habe ihn nie wieder bekommen. Ich habe ihn immer nur aus dem Dunkel in der Öffentlichkeit erlebt. Das ist ja auch das, was in den sozialen Medien passiert. Sie können, ohne gesehen zu werden, mit Scheiße schmeißen, auf die, die gesehen werden. Und ich hätte begrüßt, wenn wir gesprochen hätten, weil ich mir zu keinem Zeitpunkt eines Konflikts bewusst war. Sie nicken?
Sie nicken die ganze Zeit? Ja, also wie Sie das schildern, klingt es danach, als ob Sie Opfer einer Kampagne geworden sind. Opfer nicht. Also ich sehe mich nicht als Opfer. Ja, also, gut, dann formuliere ich um. Aber dass Sie, wir reden jetzt gerade, Sie schildern den einzelnen Fall und Sie schildern, wie die Patientin, wer was wie wo gesagt hat. Man muss natürlich dabei mitbedenken, das haben Sie gerade auch schon gesagt, dass es ein ganzer Kontext ist, der diese Dinge verbreitet. Wir sind da ja mitten in diesen Verschwörungsmythen drin, die auch durchaus von gezielt von strategischen Akteuren vorangetrieben werden. Und dass es nicht so sehr darum geht, der Arzt und die Patientin und wer hat jetzt was gesagt, auch wenn das jetzt hier so der Anlass ist, aber dieser Anlass genutzt wurde, um das Ganze in eine Kampagne zu überführen. Auch die Patientin fühlte sich übrigens verkürzt dargestellt, das mal ganz davon abgesehen. Aber ich habe mich auch in meinem Umfeld mal umgehört. Ich weiß nicht, wie Sie da zu positioniert sind. Und viele waren voll auf Ihrer Seite, die haben gesagt, das ist das Recht, in Deutschland zu sagen, ich suche mir die Patientin, die ich auf Dauer begleite, auch aus, weil ich möchte auch nur die Patientinnen und Patienten haben, die meinen medizinischen Rat auch wertschätzen und die ihn auch ernst nehmen. Ich finde das verkürzt. Ich finde das zu narzisstisch. Also so ist es gar nicht. Die müssen mich gar nicht wertschätzen. Aber ich war 48 Stunden nach einem kritischen Gespräch, man ist sich nicht immer einig, war ich plötzlich in der Schwarz-Weiß-Ecke, ich war der herzlose Arzt, der impfen will. Und sie war die Impfgegnerin. Ich weiß noch nicht mal, ob sie eine ist. Ja? Sie war plötzlich die Impfgegnerin, die Querdenkerin und so weiter. Vielleicht sind wir das beide gar nicht. Ja, und der Punkt ist aber, es gab auch Menschen, die gesagt haben, naja, aber wozu führt das jetzt, wenn wir jetzt so denken, das sind die einen, das sind die anderen. Was ist zum Beispiel, wenn so jemand auf dem Land wohnt und da gibt es ohnehin kaum Ärzte und dann sagt doch der Arzt, naja, also wenn Sie sich nicht impfen lassen wollen, dann begleite ich Sie nicht. Heißt es dann nicht, dass Menschen, die Impfung nicht möchten, dann eigentlich perspektivisch de facto ohne medizinische Begleitung sind? Nein, das ist absurd. Sondern? Wo sollen die denn den Arzt herbekommen, wenn da keiner mehr ist, außer dem einen? Ich beende diese Arzt-Patienten-Beziehung gar nicht. Ob ein Patient zu mir passt, entscheidet doch der Patient. Ja, aber Sie haben ja gesagt, dieser Patient, wenn er sich so entscheidet oder wenn Sie sich so entscheiden, entscheidet, wird nicht auf Dauer meine Patientin sein. So habe ich Sie verstanden. Ja, aber das entscheide ich nicht aktiv, indem ich dem Patienten sage, ich möchte dich nicht haben, wir passen nicht zusammen, du hast das falsche Weltbild. Ich behandle vom Nazi bis zum Kommunisten wahrscheinlich alles, ja, ohne es zu wissen. Ich bohre auch nicht in den Weltbildern der Patienten. In der Regel entscheiden Patienten, indem sie wiederkommen oder indem sie nicht wiederkommen. Und sie finden in jedem Ort, egal wie weit sie in Deutschland aufs Land gehen, finden sie solche Typen wie mich, finden Sie Esoteriker, finden Sie Pendelschwinger, finden Sie alles. Und Sie finden auch scheißegal Kollegen, das finde ich auch überhaupt nicht abwertend, die sagen, ich behandle jeden, der da sitzt, egal was er hat. Das tue ich auch nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wenn jemand komplett die evidenzbasierte Medizin in diesem wichtigen Punkt verachtet, dann muss man halt einfach nur die Frage stellen, ist das eine Person? Und dann gehen wir auf eine Metaebene. Finde, in meiner Welt gehen wir auf eine Metaebene, wo man schon die Frage stellen muss, ist das nicht auch ein Stück weit sehr unsolidarisch? Und ja, in dem Moment hat sie das vielleicht so empfunden. Aber ich hätte mir gewünscht, sie hätte mir den Raum gegeben, das zu besprechen. Konflikte kann man lösen, wenn man darüber spricht. Ich hätte mir nicht unbedingt vorgestellt, und ich glaube, das wollte sie auch nicht, zumindest ist das mein Eindruck, ich kenne sie nicht als streitlustig, habe mich immer gut mit ihr verstanden. Ich hätte mir nicht gewünscht, dass sie es auf der Ebene austragen lässt. Und ich glaube, ihr ist es auch aus der Hand geglitten. Ja? Ich glaube, der Schlüsselsatz, ja, wenn sie sagt, sie hätte gerne mit Ihnen gesprochen, haben Sie denn selber den Kontakt gesucht zu ihr? Ich habe ihr mehrfach angeboten, dass wir noch mal sprechen. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann, aber ich habe irgendwann einmal dort angerufen, da hat niemand abgehoben. Ja. Ich habe sie auch in meinem Interview bei der Neuen Osnabrücker Zeitung gebeten, dass wir miteinander noch mal in Dialog treten. Denn im Grunde ist ja überhaupt nichts Schlimmes passiert. Ja. Ich habe eine Impfung angeboten, sie wollte sie nicht. Sie hat gesagt, sie seien nicht mehr auf sie zugekommen. Wahrscheinlich war da der Anrufbeantworter nicht an. Aber das heißt ja nicht, dass sie es noch können. Wenn das so ein wichtiges Ereignis ist und sie sagen, sie würden gerne sprechen, kann das ja passieren. Jederzeit. Dann kommen wir noch mal zu dem, was war denn nach diesem Interview, nach dieser Schlagzeile? Was ist da auf Sie eingeprasselt? Ja, im Wesentlichen E-Mails, Anrufe, Briefe. Was stand in den Mails? Also eigentlich alles. Von Wertschätzung, von Positionierungen, die letztlich einfach nur Daumen hoch waren, bis hin zu Beleidigungen, Bedrohungen gegen Leib und Leben.
verächtlichen Beschimpfungen, ja, was heute eben so rumgeht. Ja. Bedrohung gegen Leib und Leben, mal so eben in einem Nebensatz. Ich glaube, das sollten wir schon ernst nehmen. Wie ernst haben Sie das genommen in dieser Zeit? Sehr, sehr früh hat mich ein Mitglied des Justizministeriums initiativ angerufen und hat gesagt, egal was da noch kommt, wir passen auf Sie auf. Und ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ich habe ein totales Urvertrauen in die Polizei. Zumindest so, wie ich sie bis jetzt erlebt habe. Ich war auch, bis sie dann abgerissen wurde, hoffentlich wird sie neu gebaut bei uns Arzt in der JVA in Osnabrück. Und ich wusste, dass ein Tastendruck reicht und es kommen genügend. War Ihnen denn in bestimmten Situationen auch mulmig, dass Sie einmal mehr über die Schulter geschaut haben? Ja, das war so. Das war am Anfang so und ich habe mich selber darüber geärgert, weil ich beschlossen habe, dass ich das nicht an mich ranlasse. Und das ist mir nicht immer gelungen. Es ist schon so, wenn man die Haustür umdreht hinter sich und eigentlich zumachen will und noch einmal zur Mülltonne guckt und dann denkt, kennst du den Motorradfahrer, kennst du das Auto, sitzt da einer drin? Und habe ich mir gedacht, ist scheißegal. Aber die 3-4 Sekunden und dann kam die Erkenntnis, das wollen die doch nur. Das wollen die und den Gefallen tust du denen nicht. Was war mit Ihrer Familie? Wie sehr war die Angst bei denen präsent? Das vergisst man manchmal, dass da ja noch andere Beteiligte sind. Ja, und das ist natürlich auch ein Wunderpunkt, denn das, was ich dort gesagt und wie ich mich positioniert habe, hat natürlich völlig Unbeteiligte mit in diesen Sog genommen. Und das, klar, macht mich das betroffen. Natürlich macht es einen betroffen, wenn eine Frau mit 2 kleinen Kindern zu Hause auf dem Bett sitzt und zittert und sagt, hoffentlich schießt dir keiner durchs Fenster. Ich war total inadäquat entspannt, bis dieser Tankstellenmord passiert ist, der ja ein paar Wochen danach erst passiert ist. Da habe ich dann noch mal nachgedacht, irgendwie geht es ja doch mal schnell. Einer im Affekt reicht. Aber sonst galt meine Sorge eigentlich mehr, denn dort war es passiert und das ist für jeden googelbar, galt eigentlich doch mehr der Arbeitsstätte und meinem Team. Wie sehr ist die Hemmschwelle gesunken, auch Menschen in ihren Privatsphären zu verfolgen? Die ist eindeutig gesunken. Also von daher ist das gut, dass Sie auch den Schutz durch die Sicherheitskräfte angeboten bekommen haben, muss man leider sagen. Denn wir haben diese Beispiele, die haben Sie gerade selber genannt. Wir müssen natürlich so ein bisschen aufpassen, der Geschichte nicht insofern auf den Leim zu gehen, als dass wir jetzt über Arzt-Patienten-Verhältnisse sprechen, sondern das ist ein Anlass, so eine Kampagne zu fahren. Sie standen jetzt dummerweise, waren jetzt der Anlass, der genutzt worden ist. Denn da sind ja strategische Akteure dabei. Das ist ja nicht einfach nur eine kurze Zündschnur einer Person. Dann wäre das auf dem zwischenmenschlichen Arzt-Patienten-Verhältnis geblieben. Aber diese Person ist ja offenbar, hat ja die Kampagne gefahren. Das eine ist die Kampagne. Ich finde, das ist auch der eine Teil dessen, was Sie erlebt haben, was man gar nicht ernst genug nehmen kann. Das andere, was wir aber auch sehen, ist, da gab es ein Verhältnis zwischen Ihnen und dieser Patientin, das positiv war, das eigentlich gut war. Und dann kommt Corona und dann kommen unterschiedliche Position und plötzlich ist man entzweit. Wie oft kommt das vor in Familien, in Beziehungen, unter Freunden, unter Geschwistern? Wie oft erleben wir das in den letzten Jahren? Es tut mir leid, wenn ich jetzt versuche, auf die gesellschaftliche Ebene zu fahren, das, was Sie auf der zwischenmenschlichen Ebene halten wollen. Das ist natürlich für uns Betroffene, in diesem Fall, die von Wut und Hass und Gewalt unmittelbar adressiert werden, ist das natürlich eine ganz belastende Situation. Das ist für die Familie, wo der sozusagen die Spaltung durchgeht, weil einige so und einige so ticken, ganz schwierig. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, jetzt hebe ich es doch auf die Kampagnenebene, auf die ich versuche es zu heben, da sind auch strategische Akteure dabei, die das Rad ordentlich drehen. Und die Hassmails, die sie bekommen haben, sind eben nicht einfach nur von Otto-Normalbürgerinnen und Otto-Normalbürger da, sondern da stehen auch Akteure dahinter. Das ist gut, dass Sie das anmerken. Und ich finde, das eine widerspricht dem anderen auch gar nicht. Es gibt das, was Sie sagen. Gleichzeitig gibt es auch in den Familien, in den Beziehungen, ich persönlich habe es auch in meinem Umfeld erlebt, dass sich Geschwister entzweit haben, die vorher gut miteinander klarkommen. Ja. Ist mehr und mehr das so, dass man zu dem einen Team gehört und zu dem anderen und dass man nichts mehr dazwischen hat? Was heißt mehr und mehr? Mir fällt gerade ein, dass es eigentlich nicht in der letzten Zeit ist, sondern wenn wir uns erinnern an die Diskussion um Stuttgart 21. Ja. Ja, das ist ja 10 Jahre her, dass es begonnen wurde und 25 Jahre, dass es geplant wurde.
und wurde nicht öffentlich diskutiert und dann erst mit Beginn des Baus diskutiert. Und es wirklich zu erleben war, dass Familien auch getrennt waren und Freunde, die 20 Jahre miteinander Mittag gegessen haben, sich nicht mehr angeguckt haben. Und die Spaltung ging da sehr tief. Man war nicht offen für irgendwelche Argumentationen. Der Stern, Herr Luik, hat es sehr dezidiert immer dargestellt, was die Irrsinnigkeiten dieses Bahnhofes sind, der mit jetzt inzwischen 10 Milliarden taxiert wird für eine Einwohnerschaft von 600.000 Bewohnern. Muss das sein, eine ganze Stadt umzugraben dafür? Das ist so. Man war für nichts mehr offen und war man nur verfeindet. Das ist also, insofern ist es, wird zwar immer wieder neu potenziert durch Corona, jetzt durch die Frage des Ukraine-Krieges, aber eigentlich ist es nicht sehr neu. Aber was passiert denn da? Sind es die fehlenden Grautöne? Ist es dieses, ich bin entweder das Team Stuttgart 21 oder die Gegner? Sind wir nur noch in diesen Gruppen entweder drin oder draußen? Ja, oder nehmen wir doch die aktuelle Diskussion um Frau Schwarzer. Wenn dann ein sich Botschafter nennender Herr Melnik sich hinsetzt und sagt, das ist verwahrlost, was die Leute von sich geben. 250 Intellektuelle diesen Brief unterschreiben, aus einer Sorge, wie man auch diesen Krieg beenden könnte oder wie man diesen Konflikt beenden könnte. Die können genauso recht haben wie die anderen. Es kann genauso richtig sein, viele Waffenziele wie zu sagen, wir machen eine Neutralität, was keine Kapitulation bedeutet. Also sich das anzuhören und ein Miteinander abzuwägen, diese Bereitschaft ist ganz... Also wir hören zu wenig zu, sind zu schnell ganz dabei gewiss. Zu diskreditieren? Ist ja, ganz gewiss, ja. Ja? Man ist schnell mit seiner eigenen Meinung fertig und die eigene Meinung ist die ist inzwischen, weißt du, früher hat es geheißen, früher sagte man die eigene Meinung oder die veröffentlichte Meinung, und diese veröffentlichte Meinung ist inzwischen die, also früher war ein Leserbrief, der wurde redigiert und da wurde er in Ausschnitten abgesendet auf Seite 26. Heute sind diese Kurzmeinungen oder auch Radikalmeinungen in Minute 1 bei NTV um 12 Uhr. Ich meine, ja? Sie sind ja mit dieser Zeit aufgewachsen. Sie kennen die Leserbriefe nicht mehr. Wie nehmen Sie das denn wahr, diese Diskussionskultur im Netz? Ja, und ich würde mich da auch gleich anschließen. Also auch das, was ganz zu Anfang mit der Gereiztheit und der Reizüberflutung gesagt wurde, da erlebe ich das selber auch, in einer Generation groß geworden zu sein. Also sowohl im Privatleben, ständig online, ständig verfügbar, ständig in Kommunikation, ist schneller, kurzer Kommunikation zu sein. Und auch von meiner Künstlerperspektive ist es so, dass man nicht nur sagt, hey, jetzt einmal im Jahr habe ich hier eine neue CD veröffentlicht. Nein, tagtäglich ist man auf Instagram, ist man auf Facebook, ist man auf YouTube aktiv und ist sich ständig, also man ist in dieser kurzlebigen Kommunikation und in eben sehr vielen kleinen Kommentarspalten drin. Da halten Sie sich raus, Herr Riechling, auch weil Sie gerne einen ruhigen Gedanken fassen wollen? Ja, natürlich. Mhm. Weil ich möchte auch nicht. So bin ich erzogen. Also ich habe früher schon mir eine Scheu gehabt. Weißt du, ich bin politisch bewusst geworden in der Zeit, als die Grünen sich stabilisiert hatten. Und wir haben sich stabilisiert nicht durchs Klima zuvorderst, sondern mit Datenschutz. Die Grünen haben 1983 erwirkt, dass eine Volkszählung zurückgenommen wurde, wo nur Fragen gestellt wurden wie, wie viel Zimmer hat Ihre Wohnung, wer besucht Sie regelmäßig. Das fanden wir empörend. Mhm. Heute schreibst du, was habe ich gegessen, was habe ich wieder ausgeschieden. Und so. Und das ist für mich unerträglich. Ja? Deswegen beantworte ich auch in Interviews nie Fragen nach Familie, nach wie lebe ich. Würde niemand erzählen, was interessiert, was ich zum Frühstück esse. Das sind ja die permanenten Fragen und so. Und deswegen halte ich mich da vollkommen raus. Also ich benutze diese Medien nicht. Sie haben ja, das haben Sie schon gesagt, auch relativ früh mal die Corona-Maßnahmen kritisiert. Ja. Wurden dafür dann auch schnell in eine Ecke gedrängt? Kurioserweise, wenn Sie ansprechen, das war eine Situation, also ich habe schon sehr früh das versucht, differenziert zu unterscheiden, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Also ich muss vorweg, damit es nicht wieder missverstanden wird, fand Masken großartig, ich habe seit 3 Jahren keine Grippe. Die Distanzlosigkeit der Menschen geht mir seit Jahrzehnten auf die Nerven. Du sitzt im Restaurant, es ist alles leer, du sitzt in die letzte Ecke, kommen 2 Leute, setzen sich direkt neben einen, obwohl sie nichts mit einem zu tun haben wollen. So, deswegen kam mir Corona wie gerufen. Und trotzdem gibt es eben schwachsinnige Ausformungen dieser Maßnahmen, die habe ich angekündigt.
zu kritisieren. So das Kuriosum entstand, dass ich in einer Gesprächsrunde das kritisiert habe, die Auswüchse dessen. Ja, auch übrigens die Auswüchse des Robert-Koch-Institutes, das ich schon vor 2 Jahren auch klassifiziert habe als Behörde und nicht als Institut. Und Herr Wieler, wenn ich das kurz noch ganz erwähne, das ist eine uralte Sache, aber Herr Wieler fing an, der Chef vom Robert-Koch-Institut, sich hinzusetzen. Ich zitiere wörtlich, das ist keine Idee von mir. In der zweiten Pressekonferenz sagte er, in Esslingen waren es gestern 16 Infizierte, heute sind es 17. Und in Albstadt waren es gestern 11, heute sind es 13. Und denk mal, Infizierte, nicht real Kranke. Wenn er mir gesagt hätte, 10.000, morgen sind es 20.000, ja, aber er spricht von Albstadt. Und er sagt, ist der irre? Also, und das habe ich kritisiert. Mhm. Darauf bekam ich vom Spiegel, von irgendeiner Dame, eine Kritik. Ich hatte also krude Ideen. Und der Witz ist, dass ich alles wörtlich zitiert habe, was der Spiegel 3 Wochen vorher geschrieben hat. Dass er genau diese Behörde als Behörde klassifiziert und Herrn Wieler extrem an. So, da sehen Sie eine, die wissen nicht mal, was Sie selber geschrieben haben. So, also da war so ein Ungleich. Wie könnt ihr das nur um reinzuhauen, was Sie selber eigentlich klassifizieren? Sie sagen Ihre Meinung und Sie lassen sich davon nicht abbringen. Und das ist erstmal gut so, egal wie man sie findet. Das wollen wir erstmal festhalten. Aber gibt es auch Menschen, die aufgrund der Gereiztheit sagen, also wisst ihr was, ich bin draußen, ich sag am besten gar nichts mehr? Nehmen Sie das auch? Das ist ganz bestimmt. Mhm. Also man merkt schon, also wenn ich jetzt nicht auch persönlich versuche, in Sendung versuche ich es auch, dass ich immer auch die Gegenmeinung entweder in Dialogen darstelle. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, um es jetzt aus meinem Job zu reden, dass wenn man etwas radikal rausspricht, dass das mehr Provokationen auslöst, als wenn man es in einer Figur versteckt. In der kann man radikaler sein, aber man... Aber wenn man in einer Talkshow sitzt, wie hier, dann sind es Sie. Dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wenn ich das mal sagen darf, da gibt es natürlich auch ein paar Dinge, die jetzt ein bisschen zusammen, vielleicht nochmal auseinandergehalten werden müssen. Sie haben ja gerade selber, da würde ich bei Ihnen, würde ich mitgehen, gesagt, wichtig ist es auch zu differenzieren. Absolut. Jetzt ist natürlich, das ist natürlich widersprüchlich, wenn ich auf der einen Seite differenziere und auf der anderen Seite, Sie sind Satiriker, Sie sind kein Epidemiologe und kein Virologe, anders als Herr Wieler, zu sagen, habe ich jetzt einfach mal irgendeine Meinung. Also wir müssen schon so ein bisschen auseinanderhalten, was ist Differenzierung, was sind wissenschaftliche Fakten, da hatten Sie gerade noch mal drauf betont, und wozu habe ich einfach eine Meinung, und dann ist eben natürlich nicht einfach alles eine Meinung und eine Gegenmeinung, die Erde ist flach oder die Erde ist doch vielleicht rund. Herr Riechling? Er darf seine Meinung ja haben, aber Wissenschaft ist manchmal anstrengend und manchmal langweilig, und diese Gesellschaft tut sich schwer, sich auf mehr als 160 Zeichen einzulassen. Ja, sure, sehr. Das ist meine Sorge, die ich hege. Ja? Wir haben ein 40-minütiges Gespräch gehabt, meine Patientin und ich. Ja? Wenn das ein kurzes Miteinander gewesen wäre und dann geht jemand wütend raus, kann ich es nachvollziehen. Ja. Deswegen fällt es mir so schwer, es nachzuvollziehen. Ja? Aber Sie haben einen unfairen Vorteil, weil Sie den Humor auf Ihrer Seite haben. Ich nutze den auch auf. Aber Herr Wieler ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt als Ulknudel. Ich habe das Beispiel... Ist auch nicht sein Job. Das ist jetzt rausgenommen, das Beispiel. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich immer, auch in den Sendungen, auch im Print, immer gesagt habe, ich berufe mich bei dem, was ich kritisiere oder wo ich meine Meinung habe, auf dem, was ich offiziell erfahre von RKI, WHO, von Herrn Wieler, von der Bundesregierung. So, und das, also es ist, ich nehme das immer als Basis. So, also insofern ist meine, und ich habe das nur zitiert, weil die Meinung, die ich da wiedergegeben habe, war ja gar nicht meine Meinung, sondern ich zitierte eigentlich nur den Spiegel von vor 3 Wochen. Und der Witz war, dass Sie mich dann dafür angegriffen haben. Warum ich da gerade so reingegangen bin, ist, weil wir ja, glaube ich, auch beim wichtigen Punkt sind. Ja. Differenzierung, runterkochen, dazu gehört aber auch Expertise als echte Expertise und auch wissenschaftlich fundierte Expertise ist eben nicht das Gleiche wie einfach irgendeine Meinung. Ja. Und denke, das ist wichtig, dass wir das auseinanderhalten, damit wir nicht in so ein, das eine ist so genauso gut wie das andere und dann kommt das irgendwo, dann landen wir irgendwo. Und dann ist es nämlich auch leichter, dass solche, und ich sage das jetzt zum vierten Mal nochmal, solche Kampagnen, solche Verschwörungskampagnen, wo dann auch leider andere Medien mit reinsteigen, weil es so schön knallt, weil es so schön polarisiert ist, das kann man immer gut verkaufen, zieht viele Leute. Und das macht die Gereiztheit und die Gewalttätigkeit und Aggressivität der Gereiztheit leider
befördert die das? Herr Richling sitzt ganz vorne im Sessel. Ja, und zwar, weil auf dieser Ebene der Diskussion fallen mir ein paar Hoffnungsschimmer ein, die ausdrücken, dass auch aus einer breiten Bevölkerung der Wunsch da ist, das zu ändern. Wir sehen es an der aktuellen Wahl in Schleswig-Holstein. Da wurde ein Daniel Günther wiedergewählt, und zwar exorbitant hohe Einschaltquote, Wahlquote. Warum? Weil er offensichtlich auf einer sehr kommunikativen Ebene Politik gemacht hat. Und jetzt, was ich sehr überraschend fand, obwohl es nicht nötig wäre, sagt, ich möchte gerne die Dreierkoalition weiterführen, obwohl erst auch eine Zweierkoalition möglich wäre. Das heißt, und da fällt mir noch etwas anderes ein. Ich glaube, ein Schlüsselsatz, der auch gutiert wird von einer breiten Bevölkerung, ist der berühmte Satz von Bouffier, dem Ministerpräsident von Hessen, der die ursprünglichen Koalitionsverhandlungen mit Al-Wazir, mit dem grünen Chef, begonnen hatte, vor vielen Jahren im Beginn der Koalition, indem er sagte, wenn wir uns jetzt zusammensetzen, beide Seiten wollen davon ausgehen, dass auch die andere Seite recht haben könnte. Aber das fand ist ein unglaublicher Schlüsselsatz. Das ist Richling, gar nicht das Thema, bei dem wir eben gelandet sind. Oder die Kollegen. Das Dramatische ist gar nicht, dass wir manchmal unterschiedliche Meinungen haben. Nein, nein. Das Dramatische ist, dass man ihr und mir dafür das Leben nehmen will. Das ist das Dramatische. Ich verstehe, also man kann sich doch auch streiten, und wir können doch 7 oder 8 Bier miteinander trinken, absolut, auch wenn wir unterschiedliche Richtig Meinungen ich haben. Glaube, aber es das muss ist doch in möglich dieser sein, auch Runde totaler Konsens. Ja, ja, aber wenn ich es muss doch möglich darf, sein, unterschiedliche Meinungen glaube, zu haben, ohne sich umzubringen danach. Völlig richtig. Ich finde, das ist ein Stück Barbarei, wenn man das macht. Das gehört sich absolut nicht. Ja. Absolut. Aber ich wollte ja nur ausdrücken, dass ich eine gewisse Hoffnung darin sehe, dass auch aus dem Vorbild von Bouffier oder von Günther, dass daraus auch die Gesellschaft etwas lernt. Auch eine Masse kann lernen aus solchen Vorbildern, und dass es davon einfach zu wenig gibt. Aber dass es gewünscht wird, dass man sieht, dass diejenigen Erfolg haben, die das eben forcieren. Aber die wissen, dass Bouffier Ministerpräsident in Hessen ist, und die wissen, dass Herr Günther eine Dreierkoalition führt, und die das hier angucken, das sind nicht die uns die Probleme haben. Nein, ich weiß schon klar. Frau Nicola, kommen wir zu Ihnen. Sie haben eine Ausbildung bei der Bahn gemacht und arbeiten seit, glaube ich, mehr als 10 Jahren schon bei einer großen Fluggesellschaft. Bei Ihrer Arbeit am Flughafen haben Sie ja auch viel Kontakt, oder hatten Sie zumindest auch viel Kontakt mit Passagieren. Sie haben auch am Gate gearbeitet. Was war da Ihre Aufgabe? Ja, meine Aufgaben waren eben halt zu gucken, ob das mit dem Gepäck regulär eben halt in Ordnung ist. Und, also mit Handgepäck und so genau weiter. Ne? Mhm. Und wir reden heute über die Gereiztheit der Gesellschaft. Mhm. An welche Konfliktsituation? Ich meine, das ist schon eine besondere Situation. Man will da in den Flieger rein. Da ist wahrscheinlich schon so eine gewisse Grundhektik bei manchen auch da. Aber an welche Konfliktsituation erinnern Sie sich? Ja, also ich habe das Konflikt immer gehabt. Rassismus eben halt. Ich wurde dann immer rassistisch beleidigt. Schreiben Sie mal eine Situation. Ja, ich hatte einen Passagier gesehen, der mit 2 Handgepäckstücken unterwegs war. Mhm. Und am Gate habe ich ihn dann darauf angesprochen, dass ihm gefragt, ob er alleine reisen würde. Da war aber auch die Frau mit dabei, die zusätzlich auch noch ein Handgepäck hatte. Mhm. Also 3 Handgepäckstücke bei 2 Personen, was nicht erlaubt ist. Und ich ihm darum gebeten habe, das dritte eben halt abzugeben. Und er müsse ihm halt dafür zahlen. Und dann ging es dann los. Und dann hat er erstmal rumgeschrien, rumgeschimpft. Und ja, also ich habe es auch erstmal ignoriert, weil was soll ich dazu sagen? Es ist leider mein Job. Und er hat dann nur gemerkt, dass dann die Passagiere dann immer am Gate immer leerer geworden ist. Ne? Die sind ja alle schon in den Bus eingestiegen, und ich habe ihm dann die Wahl gegeben. Ne? Letztendlich hat er dann doch bezahlt, aber er hat dann aus der Tasche 50-Euro-Schein so vor mir hingeschmissen, und beim Schmeißen hat er noch den Satz dazu gesagt, ob ich das Geld für mein Land bräuchte. Ja. Was ist los? Und das ist kein Einzelfall, so wie Sie das beschreiben. Und Wie schwer fällt es Ihnen, da überhaupt irgendwie zu reagieren, wenn Sie so einen Satz hören, der so jenseits von allem ist? Das Thema Rassismus generell ist für mich persönlich jetzt keine leichte Situation. Ich erlebe das eben halt öfters. Mhm. Und ganz früher war es wirklich, dass ich das zu sehr an mich rangenommen habe.
Und mittlerweile rechts rein, links wieder raus. Und es gibt Situationen, wo ich dann eben halt auch dazu was sage und mir es einfach nicht gefallen lasse. Und es gibt aber Situationen, wo ich denke, habt einen schönen Tag, lass mich in Ruhe und geh einfach weiter. Es gab aber noch eine Situation, ja? Entschuldigung, aber ist es nicht eigentlich so, wie es Ihnen jetzt mit dem Rassismus geht, geht es mir zum Beispiel mit Beleidigungen. Ich denke mir immer, hier rein, da raus. Mhm. Aber ist es nicht eigentlich total traurig, dass wir resignieren ja letztendlich. Wir sagen ja, komm, weil wir können ja eh nichts ändern. Aber es ist doch total traurig, dass es bei uns wirklich auf der Tagesordnung steht und es anscheinend normal ist. Jeder kann das machen, denn es gibt ja keine Konsequenz. Und das ist unser Problem. Ja. Wenn Sie manchmal schaukeln sich diese Konflikte ja auch hoch und man kann sich nicht rausnehmen. Sie waren zum Beispiel mal mit dem Auto in Stuttgart. Ja. Vielleicht können Sie die Situation auch noch mal beschreiben. Also das ist, ja. Das hat mich richtig betroffen. Mhm. Ich war im Auto fahren und wollte kurz telefonieren, habe dann an der Seite angehalten, das war ein Halteverbot, aber ich saß noch im Auto, habe dann telefoniert und nach meinem Gespräch wollte ich dann losfahren. Allerdings bin ich ein bisschen nach hinten gerollt, sodass ich dann das Auto hinter mir ein bisschen ihm halt angefahren habe. Kann passieren in Stuttgart. Ja, genau. Ne? Das geht ein bisschen hoch und wie alle auch andere bin dann ausgestiegen, habe mir erstmal die Situation angeschaut und in dem Moment lief dann eine ältere Dame und hat mir dann auch darauf hingewiesen, dass ich dagegen gefahren bin. Ich sage, ja, ich weiß, ist das denn Ihr Wagen? Nein. Ich sage, gut, schönen Tag, ich weiß, was ich zu tun habe. Mhm. So, und das ging alles so schnell. Da kam der Ehemann und der kam dann auf mich so angelaufen und hat mich dann erstmal angeschrien und behauptet, dass ich ihm halt Fahrerflucht ergehen wollte. Und ich stand dann erstmal nur so und habe ihn nur angeguckt. So. Ich meine, Sie waren ja noch da, ne? Ja, ja, und dann habe ich da gedacht, okay, woher kommst du denn jetzt? Mhm. Ich hatte die Situation nicht mal einfach nochmal ins Auto, mein Handy zu holen, um die Polizei anzurufen. Ich stand wirklich nur da und habe erstmal nichts sagen können. Der wollte mich fotografieren, also alles. Und dann habe ich nichts gesagt. Ich habe da nur gesagt, irgendwann mal, Sie dürfen mich nicht fotografieren. Sie haben das Recht nicht dazu, mich zu fotografieren. Und dann kam der Spruch, ich soll doch zurückgehen, wo ich herkomme. Oh Gott. Mhm. Ja. Und ob ich ihm halt noch Steuer zahle für dieses Land. Und dann habe ich ihn nur angeguckt. Ich so, ich bin hier geboren. Mhm. Ich gehöre hierher. In Köln geboren? Ja. Ja. Und haben Sie dann auch, also wenn man solche Sätze, haben Sie dann auch was gesagt? Haben Sie, ja, ja, ich habe dann, klar, ich habe ihn dann mit Nazischweinen beleidigt. Mhm. Aber es musste raus. Ich war so wütend, meine Tränen, ich konnte das nicht. Also ich wollte auch vor ihm nicht weinen, weil ich meine Schwäche nicht zeigen wollte. Und dann habe ich erstmal alles ignoriert, bin ins Auto, habe mein Handy geholt, habe dann die Polizei angerufen, habe dann die Situation geschildert, was ich gemacht habe. Und ich habe noch nie so gezittert. Und dann kam dann auch die Polizei. Die Dame dann war dann für mich zuständig und der Herr war dann bei einem älteren Herr. Und das ging auch alles so schnell für mich, weil ich hatte das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht da. Aber das, weil mir das so richtig wehgetan hat. Und dann kam ein Passant im Halt, der hat das von der anderen Seite alles gesehen und kam dann der stand irgendwann mal neben mir und hat dann auch sofort seinen Ausweis vorgezeigt, der Polizisten, hat gesagt, so, ich habe alles mitbekommen. Sie wollte keine Fahrerflucht ergehen. Sie wurde von vornherein beleidigt ich war erstmal so dankbar, dass auch so welche Menschen natürlich gibt. Und kam dann der Polizist auf mich zu und sagte dann so, Sie wissen schon, was Sie gesagt haben. Und dann habe ich gedacht, okay, fragen Sie ihn erstmal, wie er mich beleidigt hat. Und dann können wir nochmal weiterreden. Und dann war es ihm auch natürlich peinlich, dem Polizist. Letztendlich wurde ich gefragt, ob ich eine Anzeige erstellen würde. Das habe ich dann abgelehnt, weil das auch keinen Sinn mehr hat. Und dann war die ganze Situation vorbei und ich wollte nur schnell ins Auto und dann habe ich einfach nur geweint. Das hat mich so richtig getroffen. Ich habe Sie das gerade auch gefragt. Wie lange bleibt das? Wie lange arbeitet das dann noch? Also das hat man immer.
Das hat man immer. Das bleibt, ist, das ist wie so ein Stachel, der drin bleibt. Ja, das ist einfach drin. Wir reden ja heute über die Gereiztheit der Gesellschaft, auch über so eine Wut, die in der Gesellschaft ist. Würden Sie sagen, das ist das eine Thema und Rassismus ist das andere? Oder gehört, gibt es da einen Zusammenhang? Definitiv. Mhm. Egal, wie gereizt man ist, klar, man kann eben halt einen Wutanfall haben, aber dass jemand so persönlich, gerade mit der Hautfarbe, das sind für mich zwei verschiedene Abteilungen. Was sagen Sie? Also erstmal, es ist traurig und es macht traurig. Mhm. Und es ist furchtbar anstrengend und belastend. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Das ist natürlich auch sicherlich für Sie und vor allen Dingen für Ihre Familie, haben Sie gesagt, belastend. Das sind natürlich Situationen, die, Sie haben es gerade so treffend gesagt, wie ein Stachel. Mhm. Und es ist ja leider nicht der einzige Stachel, der da in Sie reinkommt. Und dann tatsächlich sowohl zu weinen, als auch zu schimpfen und es auch zu erzählen und sich miteinander zusammenzuschließen, sind ganz, ganz wichtige, wir nennen das in der Psychologie Coping-Strategien, weil irgendwie muss man da ja mal mit hin, wenn man sich nicht frustriert zurückziehen will. Und Sie ziehen sich nicht frustriert zurück. Und dann sind Sie, das ist aus einer psychologischen Sicht, wenn ich das mal so sagen darf, toll, dass Sie das so schaffen. Danke. Muss man sagen. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass das, oder fürchte ich, dass das eine mit dem anderen schon in gewisser Weise zusammenhängt. Denn Sie sind ja in diverser Hinsicht mit der Gereiztheit konfrontiert. Sie sind einmal konfrontiert mit der Gereiztheit, weil Sie leben in der Gesellschaft und Sie haben natürlich den gleichen Stress. Sie haben aber noch ein bisschen zusätzlichen Stress. Und zwar nicht ein bisschen, sondern eben den Stress, den Dauerstress, der ja nicht immer als Stachel gesendet wird, aber er ist als potenzieller Stachel da. Also immer dieses bisschen alarmiert sein, dieses vorsichtig sein müssen, das ist wahnsinnig anstrengend. Wir sind aber auch mit der Gereiztheit konfrontiert, weil Menschen, und das wissen wir aus unseren Forschungen zum Populismus, eben nicht nur sagen, ja, die da oben, die Ärzte, die Sanitäter, die gehören irgendwie mit zum System und da lasse ich mal meine Wut raus, sondern auch die jeweils anderen. Da bin ich so. Und wer als anders markiert wird, der hat dann Pech gehabt. Da hat man selber gar keine Macht drüber, sondern das ist aus der Sicht derjenigen gesprochen, die sagen, die ist irgendwie, die nehme ich als irgendwie anders wahr und dann kriege ich dies ab. Und damit habe ich, weil ich selber so unter Stress stehe und weil ich selber auch so wichtig mich finde, das haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, habe ich auch das Recht, nicht nur auf die da oben zu schimpfen und auf all diejenigen, die ich denen da oben zuordne, sondern auch Personen wie Sie, die als irgendwie anders, als irgendwie nicht dazugehörig wahrgenommen werden. Da können Sie noch so sehr sagen, ich bin aber hier geboren und so weiter. Das hilft leider nicht und das ist das Traurige daran. Ja. Und das ist ja das Furchtbare daran. Deswegen kriegen Sie diese Gereiztheit. Deswegen hat das eine mit dem anderen leider doch was zu tun. Wir wissen das auch aus der, tatsächlich auch empirisch. Wer schimpft gegen die Eliten, ist leider auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit rassistisch, sexistisch, fremdfeindlich und macht das, sagt das auch mit einer, ich sag mal, fühlt sich auch befreiter und gerechtfertigter, das mal so ganz deutlich nach draußen zu lassen. Und eben nicht mal zu sagen, okay, ich gehe noch mal einen Schritt nach hinten, ich denke noch mal darüber nach, möchte ich eigentlich mit anderen Menschen so reden? Möchte ich, dass mit mir so geredet wird? Möchte ich so über andere Menschen denken? Und von daher fürchte ich, gibt es leider doch, die Gereiztheit hängt auch, aber eben nicht nur mit dem Rassismus zu tun, wenn ich den Einsatz noch sagen darf, denn den Rassismus haben wir seit Hunderten von Jahren, wie wir den Antisemitismus, den Sexismus seit Hunderten von Jahren haben. Der ist nur in bestimmten stressigen Situationen oder Zeiten, bricht der noch mal, ich sag mal, befreiter und lauter und aggressiver seine Bahn. Wir haben gestiegene Anzahl von Hasskriminalität, sowohl gegen Sanitäterinnen leider als Beispiel, aber auch Hasstaten gegen fremdenfeindlich rassistische Hasstaten. Und dass es das alles seit Hunderten von Jahren gibt, da sind wir uns einig, macht es nicht besser. Nee, genau. Wenn Sie mal schauen in Ihrem Alltag, haben Sie auch irgendwie Anlass zu Hoffnung, dass Sie nicht immer wieder das erleben, was Sie erfahren haben? Gibt es für Sie Beobachtungen, die Sie auch positiver stimmen? Ja, klar. Also man muss ja nicht alle Menschen in einen Topf eben halt stecken. Ne? Also ich hatte auch tolle Erlebnisse. Also haben Sie auch das Gefühl, dass Rassismus heute vielleicht als Veränderung mehr markiert wird, mehr angesprochen wird? Ja. Nicht mehr so, ja, es geht irgendwie durch, sondern dass es mehr angeklagt wird in dieser Gesellschaft? Oder erleben Sie das immer noch nicht?
Doch. Doch? Ja, doch. Ja. Also es ist ein Thema, was sehr oft angesprochen wird. Also überall, also sei in den Medien, Nachrichten, überall. Also Rassismus, das ist jetzt, habe ich das Gefühl, es ist stark ausgeprägt. Und schön, dass Sie das auch wieder getan haben. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Danke. Und Nicola. Frau Malzahn, das, was Sie erlebt haben, hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ne? Ende März wollten Sie mit Ihrer Band bei Fridays for Future auftreten, bei einer Veranstaltung. Dann folgte die für Sie völlig überraschende Ausladung, die Absage wegen Ihrer Frisur. Wobei wir da schon mitten in der Diskussion sind, ob Dreadlocks jetzt nur eine Frisur sind oder mehr. Aber beschreiben Sie das mal, wie war das für Sie, auf einmal so mitten im Fokus der Öffentlichkeit zu sein und in einem Sturm der Empörung in unterschiedliche Richtungen, die Sie da umgeben haben? Also ich glaube, das ist vielleicht auch mit Ihrer Geschichte vergleichbar, dass letztlich ich zur richtigen oder falschen Zeit am falschen Ort in ein Thema reingekommen bin, wo ich sozusagen eine Art Stellvertreterrolle aufgenommen habe für eine Thematik, die, glaube ich, gerade auch gesellschaftlich von vielen verschiedenen Seiten beleuchtet und aufgearbeitet wird. Deswegen war es natürlich für mich als Privatperson war das eine Herausforderung. Also ich kann die Geschichte ja noch mal kurz von vorne erzählen. Das war Freitag, sollte der Auftritt stattfinden in Hannover bei der Ortsgruppe, und Mittwochnacht, da saßen wir gerade im Studio zusammen, und dann hatte ich bei Instagram gelesen von dem offiziellen Kanal von Fridays for Future Hannover, dass sie sich dagegen entschieden haben, dass ich dort auftreten soll. Und dazu kam dann eben diese übergriffige Formulierung, dass ich mir überlegen könnte, mir bis Freitag die Haare abzuschneiden und dann auftreten zu können. Ich glaube, das war letztlich auch so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, emotional für viele Menschen. Und man hat Sie auch nicht angerufen, sondern Sie haben das da zufällig... Ja, also ich glaube, das war letztlich auch, das haben wir auch nachträglich, also ich habe am nächsten Tag direkt mit der Vertreterin von Fridays for Future Hannover telefoniert, kurz, wofür sich auch also besonders für diesen Tonfall entschuldigt wurde, weil da, glaube ich, auch so, wie gesagt, das Tröpfchen im Fass, das Ganze zum Kippen gebracht hat. Da lag für mich auch eines der Kernprobleme drin in dieser Nachricht. Aber erzählen Sie mal, als Sie das, Sie sagen, dass Sie haben das so plastisch beschrieben, Sie sind da am Abend, später am Abend, so wie Sie es beschrieben haben, lesen das plötzlich, wie war Ihre Reaktion dann da drauf? Also das Gute war, dass ich in dem Moment realen Kontakt zu realen Menschen um mich herum hatte und eben auch in dieser digitalen Blase mich jetzt seit Jahren, also seit 4 Jahren lebe ich jetzt hauptberuflich für und von der Musik, da bewege ich mich sehr viel drin. Und deswegen konnte ich das sozusagen in dem Moment gut differenzieren, ins Gespräch bringen und überlegen, gemeinsam mit meinen Musikern, mit unserem Produzenten zusammen, wie reagieren wir darauf? Mein erster Impuls war eigentlich zu sagen, da reagiere ich gar nicht drauf. Auf der anderen Seite ist aber auch in unserer Band dann eigentlich der Protest oder auch die Diskussion losgegangen. Das ist übergriffig, die Art und Weise, wie das formuliert ist. Wir sollten das, so wie das geschrieben ist, die Art und Weise, sollten wir das zumindest in einer neutralen Form teilen. Also, Sie haben es ja dann auch im Wortlaut auf Instagram geteilt. Genau, also es wurde dann auch diskutiert, ob wir das in irgendeiner Form Wut zeigen sollen. Daran war mir nicht gelegen, weil Fridays for Future auch eigentlich als Gesamtbewegung und auch die Ortsgruppe Hannover eine Bewegung ist, die ich absolut unterstütze und von der ich eine Menge halte, auch von den Werten, die... Sie stehen sich ja inhaltlich nah und von den Werten nah. Definitiv. Und trotzdem wurden Sie da ausgeladen. Aber das spielte in dem Moment eben keine Rolle. Wie waren dann die Reaktionen, nachdem Sie es... Genau, also ich habe dann davon, von der Nachricht, so wie sie war, einen Screenshot gemacht und dann davon einen Post bei Instagram erstellt, gesagt, sehr, sehr schade, dass wir am Freitag nicht spielen können, auch mit dem Anlass letztlich unseren Zuhörern mitzuteilen, dass wir am Freitag nicht in Hannover sein werden. Am nächsten Morgen hatte ich mein Handy noch gar nicht an, saß im Garten mit unserem Produzenten am Kaffee trinken. Wir wollten uns eigentlich auf die neue CD-Produktion fokussieren. Und dann kam unser Bassist raus und in unserer Bandgruppe wurde dann der Screenshot geteilt, dass wir, das war so ein Screenshot von einem unserer YouTube-Videos, über dem Ukraine-Krieg auf der Titelseite der Online-Bild-Zeitung zu sehen sind. Und ich habe das für einen schlechten Scherz gehalten und dachte, das hat vielleicht, hat das jemand gefotoshoppt. Und haben Sie dann das Handy mal angemacht?
Und dann habe ich mein Handy angemacht und innerhalb von Stunden war unter diesem Post auf Instagram waren 5000 Kommentare. Mein E-Mail-Postfach quillte über, mein privates WhatsApp, Telegram, alle Nachrichtenkanäle, Kanäle, die ich so pflege, fingen alle an überzuquillen. Mein Handy hörte nicht mehr auf zu klingeln. Auch auf Instagram waren überquillten die Nachrichten nur so. Zum Glück war ich damit nicht alleine. Ich selber hätte gar nicht genug Hände gehabt, auf alles zu reagieren und überhaupt auszusortieren, worauf reagiere ich jetzt und wie. Und dann haben wir uns eigentlich als Gruppe auch versucht, da irgendwie Klarheit, okay, wir sortieren jetzt erstmal, worauf können wir reagieren, was ist eben auch vielleicht ein seriöser Gesprächspartner. Also mir war erstmal auch ganz wichtig, mit Fridays for Future Hannover, mit der Ortsgruppe, selber zu sprechen, weil ursprünglich hatte mich eigentlich auch ein guter Freund und Bekannter dorthin eingeladen. Und in dieser Ortsgruppe, geführt von drei Ehrenamtlichen, war, glaube ich, auch tatsächlich das Kommunikationsproblem da, dass dort nicht vernünftig miteinander gesprochen wurde. Und die beste Lösung wäre gewesen, hätte man mich vorher angerufen. Das war, glaube ich, auch im Stress und im Eifer des Gefechts einen Tag vor der großen Demonstration nicht drin. Und dadurch ist das völlig eskaliert. Jetzt war das in der Welt. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch Sorge hatten, oh, hoffentlich verliere ich mich in diesem Ganzen nicht. Aber noch mal zum Grund für die Absage. Der Vorwurf ist ja der kulturellen Aneignung. Was heißt das in dem Moment? Wie würden genau, Sie... also letztlich war der Vorwurf, der oder die Formulierung in der Nachricht, wir wollen bei der Demonstration für die Themen Antirassismus und Antikolonialisierung einstehen. Und deswegen sind wir der Ansicht, dass weiße Menschen keine Dreadlocks tragen sollten, weil die ein Symbol der People of Color, also der Black Community sind, genauer gesagt Black Indigenous People of Color, BIPOC. Das ist ein Thema, was mir bis dato komplett neu war. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr Sie sich damit beschäftigt haben hier in der Runde, aber wie ist Ihre erste Reaktion? Absurd. Total absurd. Ja. Wenn ich lang genug Zeit habe am Tag, dann finde ich auch was, worüber ich mich aufregen kann. Und letztlich teilen die ja gemeinsame Werte. Aber ich kann natürlich einen Wertekanon so eng schnüren, dass ich irgendwann alle außer mir selbst ausgrenze. Und ich kann es nicht nachvollziehen, warum, egal wie ich mich dazu positioniere, aber warum jemand, der ja letztlich auf der gleichen Seite kämpfen möchte, Musik machen möchte, was ja im Grunde als positiv wahrgenommen werden dürfte, sagt, ich bin eine von euch, ausgegrenzt wird, da hat man doch was genutzt. Und wenn man es jetzt überspannt, ist das ja am Ende alles auch schon wieder rassistisch. Denn sonst muss sie ja als Blondine durch die Gegend laufen, weil sie eine Deutsche ist. Ja? Also und unterm Strich finde ich, wir könnten alle mal, und gerade die sozialen Medien, ich bin sehr froh, dass ich meine Lebenszeit da nicht verbringe, ja, und auch nicht verbringen muss beruflich, können wir nicht alle ein bisschen runterkochen und uns ein Stück weniger empören über Dinge, die einfach extrem nichtig sind. Ich muss doch einen Nagel in der Birne haben, mich über sowas aufzuregen. Lass das Mädel doch singen. Wir müssen einfach lernen. Wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft einfach lernen, dass uns wieder mehr einfach egal ist. Es geht uns auch nicht alles was an und man muss nicht überall seinen Senf dazugeben. Herr Riechling, und dann komme ich noch mal zu. Vor allen Dingen, es zeigt wirklich, dass man auf Schlagworte, die völlig losgelöst sind, reagiert und seine eigene Meinung dazu. Das Erste, was mir einfallen würde, wäre ein Solidaritätsbeweis in diese Locken zu tragen als weiße Person. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was mir natürlich sofort einfällt, das zeigt genau das Gleiche, wenn Sie an Bettina Jarasch denken, die Kandidatin für die Berliner Bürgermeisterschaft, die in einem Vorinterview gesagt hat, sie wäre gerne Indianerhäuptlinger gewesen als Kind. Da ging eine Hetzjagd durch Deutschland, als hätte sie Kinderpornografie verbreitet. Dabei ist ja Indianer, also für uns Kinder war das, stand über dem Bundespräsidenten, weil Indianer-Ehrenwort ist das Ehrenvollste, was du geben kannst. Und umgekehrt dann aber auch, die Amerikaner haben an den Indianern einen Ethnozid begangen. Warum sprechen wir noch von Amerikanern? Also man pickt sich kleine Worte raus und vernichtet Menschen dabei. Ja? Das Nachtcafé steht dafür, alle Seiten zu hören. Deshalb möchte ich auch noch mal zitieren, was Fridays for Future gesagt hat. Denn die haben auch noch mal reagiert. Zum einen haben sie sich entschuldigt für den Satz, das haben sie schon angedeutet. Also nach dem Motto, sie kann sich ja die Haare abschneiden, haben sie im Nachhinein auch als Eingriff in die Privatsphäre gewertet. Sie sagen aber auch in der späteren Stellungnahme, Dreadlocks seien erst durch die Versklavung schwarzer
schwarzer Menschen aus afrikanischen Ländern und Indien in die USA gebracht worden und seien später in der Bürgerrechtsbewegung zum Widerstandssymbol schwarzer Menschen geworden. Und wörtlich heißt es dann, wenn eine weiße Person also Dreadlocks trägt, dann handelt es sich um kulturelle Aneignung. Und weiter, schwarze Widerstandssymbole hätten auf weißen Köpfen nichts zu suchen. Nun haben Sie sich ja mit vielen Menschen danach auch unterhalten, auch mit People of Color und so weiter. Ja. Verstehen Sie die Argumentation oder wie sehen Sie das selbst? Also ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Aspekte. Also ich glaube, diese erste Reaktion, das ist doch absurd, die hat es ganz viel gegeben. Und ich glaube, auch da hat wieder dieser Spielraum im digitalen Zeitalter. Ich habe eine Meinung und ich werfe die direkt in diesen Kontext aus 5000 Kommentaren oder schreibe da jetzt eine E-Mail hin. Fridays for Future Hannover haben, ich habe mit denen auch nochmal gesprochen, 7000 Hate-E-Mails bekommen in den Tagen. Also da sehe ich, dieses ganz schnell reagieren ist ein großer Teil dieser Debatte. Gleichzeitig sehe ich auch diese Überfokussierung auf ein Detail, auf das Thema Haare. Das ist ein Teilaspekt von einem großen Thema, der, glaube ich, schon übertrieben wurde und auch überschäumt wurde. Trotzdem ist dieses Thema Rassismus und die Aufarbeitung von unserer jahrhundertenlangen Geschichte von Kolonialisierung ist ein großes Thema und auch angestoßen, auch wieder durch die Globalisierung, durch die Medien in den letzten Jahren. Black Lives Matter, die Bewegung aus Nordamerika, die werden auch jetzt hier in Europa nochmal neu beleuchtet, neu aufgearbeitet. Und deswegen, also es hat nochmal zwei Wochen später ein Gespräch stattgefunden. Ich habe mich dann also mit der Vertreterin von Fridays for Future Hannover verabredet und ich glaube, das Problem an dieser Debatte war letztlich auch, dass letztlich aus einer primär weißen Perspektive eine primär weiße Diskussion ausgelöst wurde und dass letztlich ganz viele von Rassismus betroffene Menschen jetzt zu etwas Stellung beziehen mussten, zu dem es gar keinen klaren Konsens gibt. Also ich wurde von vielen Menschen kontaktiert, auch von People of Color, die gesagt haben, ich halte das für Quatsch, ich sehe das so oder ich sehe das so oder ich sehe das so. Letztlich, also es hat nochmal ein Gespräch dann stattgefunden, das hat 2,5 Stunden gedauert. Wir haben uns dazu dann also jemanden eingeladen in dieses Dreiergespräch, einen jungen Aktivisten, der in hoher Emotionalität seine Geschichte wiedergegeben hat. Und da ist für mich nochmal klar geworden, dass es in dieser ganzen Debatte gar nicht so sehr darum geht, wer hat jetzt recht, wem gehören Dreadlocks, wo hat es geschichtlich angefangen, aus welcher Religion kommt das, welche Haarstrukturen bilden was aus, wer hat jetzt, also diese Deutungshoheit von richtig und falsch, es geht gar nicht so sehr um Rationalität, sondern für mich geht es ganz, ganz klar um Emotionalität. Und es geht darum, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die tagtäglich traumatisiert, die tagtäglich darunter leiden müssen, wie mit ihnen umgegangen wird. Und ich glaube, darüber sollten wir sprechen und da sollten wir hinschauen. Und Ihre Haare bleiben trotzdem so, wie sie sind. Ja, also vielleicht ist das auch ein... Fragen, wie Sie sich in der Zeit gefühlt haben? Es sind jetzt 6 Wochen vergangen. Das war natürlich auch eine, wie auch vorhin schon gesagt, emotionale Achterbahn, wo ich von Anfang an eigentlich, wo mir ganz klar war, das geht nicht um mich als Person. Ich bin in einer Art und Weise eine Stellvertreterrolle, die in diese Geschichte jetzt mit reingeraten ist, sich deswegen aber auch damit auseinandersetzen will und muss. Also ich habe wahnsinnig viele Gespräche geführt, mich auch ganz viel versucht, mit Expertenmeinungen zusammenzusetzen, also zum Beispiel Shannon, eine Expertin für Rassismus und eine Referentin, die auch bei SternTV in das Gespräch eingeladen wurde. Das fand ich extrem wertvoll, dort auch diese reflektierte Expertenmeinung mir anzuhören. Mir geht es noch um eine Sache, bei all den Dingen, die wir aushandeln. Mhm. Und ich glaube, Sie wollen damit andeuten, dass Sie Erfahrungen ständig machen, die hier partiell mal gemacht werden. Aber bei all den Themen, die wir aushandeln, geht es auch immer eigentlich darum, wie wir den Dialog führen. Mhm. Das war ja hier auch der Fall. Ist das nicht eigentlich das, worauf es auch zusteuern muss, dass wir uns mal darüber Gedanken machen? Also darüber Gedanken, wir müssen uns aber auch Gedanken über Macht machen und über Machtungleichheiten. Ja. Und natürlich müssen wir uns auch die Frage stellen, wer kann leichter sagen, es ist absurd, auch in so einer Runde. Ja. Und wer
bei wem bleibt es vielleicht ein bisschen im Bauch hängen und sagen, so absurd ist das gar nicht. Weil natürlich müssen wir uns darüber unterhalten, was ist auch ein Zeichen von Empowerment, was ist auch ein Zeichen von Auseinandersetzung mit Ungleichwertigkeit. Da sind die einen in der starken und die anderen in der schwachen Position. Ist ja bei Ihnen gut gelaufen, wenn ich das mal so sagen darf. Sie haben sich ja mit Fridays for Future, ich sag mal, auseinandergesetzt. Viel schwieriger ist aber, wer da sonst noch mit draufgesprungen ist. Nämlich letztendlich ist es hängen geblieben, nicht nur im Produktiven eine Auseinandersetzung und ein Gedanken machen, ein Reflektieren über Machtungleichheiten und Symbole von Machtungleichheiten und so weiter. Und wer kann sich leisten zu sagen, ach, ist doch absurd und wer kann das sich nicht leisten? Sondern leider ist eben dabei auch hängen geblieben eine Diskreditierung sowohl von Fridays for Future als auch ein Teil von ihrer Person insofern, als dass da andere draufgesprungen sind, die sagen, Mensch, guck mal, über solche lächerlichen Dinge machen die sich. Eine letzte Frage noch. Wir haben die ganze Zeit über Gereiztheit geredet. Gibt es auch das Gegenteil? Gibt es eine Bewegung von Menschen, die das nicht mehr haben wollen, die einen anderen Weg gehen? Ja? Gibt es. Wie viel Solidarität haben wir? Wir hatten vor der Solidarität mit geflüchteten Menschen schon 2015, 2016. Es wurde ganz laut geschrien von denjenigen, die gerade Zeit hatten zu schreien. Aber viele, viele, viele Menschen, das wissen wir auch aus Studien, das wissen wir aus vielen Beispielen, haben sich total engagiert, miteinander etwas aufgebaut, mit den Neuangekommenen und denen, die schon länger da sind und die schon ganz lange hier sind, haben neue Solidaritäten, neue Netzwerke aufgebaut, sodass wir jetzt in der Situation, wo neue Geflüchtete kommen, auch in vielerlei Hinsicht, auch wenn viel Luft nach oben ist, besser reagieren können. Und auch bei Corona, ich weiß nicht, wie das Ihnen gegangen ist, wir hatten ganz viel Geschimpf, aber wir hatten auch die vielen kleinen, netten Begegnungen, dass wir, wenn wir jemandem, den wir gar nicht kennen, auf der Straße begegnet sind und freundlich angelächelt haben, Platz gemacht haben, Rücksicht genommen haben. Und ich glaube, das war etwas, was wir im Guten auch noch mal mitnehmen konnten aus der blöden Corona-Zeit. Wir hatten auch im Guten neue Rücksichtnahmen. Und ich glaube, da lohnt es sich, ein bisschen mehr dran zu arbeiten und auch ein bisschen mehr den Scheinwerfer drauf zu setzen. Die gereizte Gesellschaft. Vielen Dank an unsere Gäste. Vielen Dank an unsere Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema die Kunst der guten Entscheidung. Und hören Sie gerne auch mal in unseren Nachtcafé-Podcast rein, das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön. Danke.